Und damit begrüße ich euch zu dem nächsten Halbfinale, was uns hier heute erwartet. Und ja, es sind zwei altbekannte Spieler, die wir hier sehen. Und wir begrüßen hier im Süden der Map, in Rot, hat sich hier für Jeanne d'Arc entschieden. Es ist der Spanier Lucifron. Auf der anderen Seite der Map ist hier ein Blau unterwegs mit Deli. Es ist Beastie. Es könnte das Grand Final sein, wenn man sich die Namen hier anschaut. Zwei unfassbar gute Spieler und ich bin sehr gespannt, was uns hier für ein Best of Seven erwarten wird. Let's go, Leute! So, was meinst du? Sehen wir hier ein ähnliches, deutliches Game wie vorhin im Deli gegen Jeanne d'Arc Duell? Also ich glaube, deutliche Games werden wir heute nicht sehen. Ich hoffe es vor allen Dingen nicht. Ich bin gespannt, ob beide das Ganze ähnlich wieder spielen werden, wie wir es vorhin schon gesehen haben, oder ob sie sich was Neues, was Eigenes ausgedacht haben. Mhm. Da bin ich auch gespannt. Also vorhin war es ja schon recht eindeutig, muss man sagen. Sehr Deli-Favorite. Es hat Vortex mit Deli da schon knallhart durchgezogen und Vortex und Puppypaw da gut ausgespielt. Mal schauen. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass Beastie Lucifron jetzt nicht so einfach aus den Latschen treten kann. Aber ich habe auch weiterhin das Gefühl, und vorhin das Spiel hat das Gefühl natürlich nochmal bestätigt, dass Deli ja echt eine Macht ist. Und ich bin sehr gespannt, was Lucifron hier vielleicht entgegensetzen kann. Ja, wir haben letzte Woche gesehen, wie Lucifron Marine Lord einfach mal rausgekegelt hat. Macht man jetzt auch nicht gerade so jedes Wochenende, glaube ich. Beastie ist allerdings, glaube ich, auch wieder ganz gut drauf. Hat ja jetzt so ein paar Tage gehabt, nachdem er mit seinem Sabaton durch war, wo man so den Eindruck hatte, ein bisschen struggelt er vielleicht gerade. Macht jetzt aber aktuell wieder nicht mehr den Eindruck. Bin gespannt, was die beiden heute abliefern. Ob sie wieder beide so einen Sahnetag haben werden. Oder ob vielleicht heute einer, ja, vielleicht einfach mal schlecht drauf ist. Ja, da bin ich auch gespannt. Ich denke auch, dass Beastie sich eigentlich wieder ganz gut gefangen hat. Und wie du schon sagst, also Lucifron hat gegen Marine Lord gewonnen. Das ist eine Ansage. Und mal schauen, wie er sich heute hier gegen Beastie behaupten kann. Wir sehen auf jeden Fall die Kavallerieschule für Lucifron, die hier mit drei Workern gebaut wird. Also wir haben es heute schon mit zwei Workern gesehen, wir haben es schon mit vier Workern gesehen, diesmal mit drei Workern. Das sind diese Feinheiten, wo sich die Spieler halt einfach noch nicht ganz sicher sind. Was ist der beste Weg? Und jeder hat so seine eigene Meinung. Das macht sie auch sehr interessant. Wir sehen jetzt schon hier das nächste Haus und die Mühle. Ist schon geplant. Die beiden Gebäude wird jetzt sicherlich gleich Jeanne d'Arc bauen, um weitere Erfahrungspunkte zu sammeln, um dann möglichst schnell auf Level 2 zu kommen. Auf Seiten von Beastie sehen wir hier auch wieder den Turm des Sieges, den wir zuvor auch gesehen haben bei den Deli-Spielern. Ja, es gibt eigentlich nur eine Richtung für Deli und die ist nach vorne. Es wird ordentlich Feudal Age Aggression geben. Feudal Age ohne Ende. Die Sacred Sites werden versucht eingenommen zu werden. Und Beastie entscheidet sich hier für einen sehr schnellen Stall. Will hier also auch direkt mit den Ghazi Raidern eröffnen, vor der Schmiede, um somit wahrscheinlich auch direkt Druck auf Jeanne d'Arc zu machen, dass der nicht einfach so über die Map laufen kann und Erfahrungspunkte sammeln kann. Ja, gerade den Franzosen-Teil von Jeanne d'Arc, das Goldeinkommen abzuschneiden, ist mit Sicherheit kein schlechter Move. Das heißt, keine Ritter und somit kein direkter Konter erstmal gegen die Ghazi Raider. Könnte, wenn er es gut anstellt, natürlich aufgehen, der Plan. Allerdings, der erste Knight ist draußen. Diesmal erst bei 5 Minuten, nachdem wir vorhin das 4 Minuten und 8 Sekunden Timing für einen Knight hatten mal. Ja, da merkt man schon, wie schnell das war. Mein Gott, ist ja auch der zweite. Ja, stimmt, der ist jetzt schon eine Weile draußen, aber es war trotzdem, 4 Minuten 8 war schon sehr, sehr gutes Timing vorhin. Aber ja, die Ghazi Raider haben natürlich jetzt erstmal
Die wollen eigentlich nicht den direkten Fight gegen die Knights nehmen. Die wollen eher ihre Mobilität ausspielen, weil sie sind halt auch schneller als die Knights. Und somit wollen die eigentlich das verhindern, was hier gerade passiert. Lucifron ist nämlich jetzt schon mit Johanna hier am zweiten Bohr. Hat sich auch für die Infanterie-Variante entschieden. Die meisten Pro-Spieler spielen Joan d'Arc als Infanterie-Einheit. Und ja, bisher ist Beastie hier jetzt gerade, oh, das ist ein interessanter Missklick da von Lucifron, der sein eigenes Schaf angegriffen hat. Bisher ist Beastie jetzt ein bisschen hinten in der Base gefangen gewesen. Er hat halt noch keine Schmiede, das heißt, die freien Daily-Upgrades laufen bisher noch nicht, außer natürlich die Wirtschafts- und die Moschee-Upgrades. Ja, jetzt moved er auf die linke Seite in der Hoffnung, Joan d'Arc abzufangen. Lucifron ist ihm aber da. Ich habe darauf spekuliert, genau, das zweite Bohr zu erwischen. Genau. Also auf dem Weg zum zweiten Bohr. Richtig. Also eigentlich ein smarter Move von Beastie, aber Lucifron war ihm da einen Schritt voraus. Hat sich hier jetzt für die rechte Seite entschieden. Man merkt das schon. Lucifron hatte sich hier mit dem Scout gemerkt. Hier waren zwei Wölfe. Er ist direkt hier hingelaufen mit Joan d'Arc, um jetzt hier die Wölfe mitzunehmen. Währenddessen versucht Beastie jetzt, Möglichkeit zu finden, Druck auf die Base von Lucifron auszuüben, aber das wird nicht so einfach werden. Ja, unser Eins, oder meiner Eins, ist froh, wenn er sich merkt, dass er Worker durchbaut. Lucifron merkt sich, wo die Wölfe sind auf der Karte. Ist das ein Skillunterschied? Nein, ich denke nicht. Guten Tagen. Guten Tagen schlagen auch Spieler wie ich, Lucifron, problemlos. Ja, wenn man fest dran glaubt. Ah, jetzt, ja, Lucifron versucht schon mit den Gazi-Raidern Druck auf Johanna auszuüben. Die ist halt, wenn sie alleine hier irgendwo rumlaufen würde, wäre sie den Gazi-Raidern schon ziemlich schutzlos ausgeliefert. Weil die machen schon viel Damage gegen sie. Aber Lucifron hat hier jetzt bisher gar keine Eile. Aber was Beastie schafft, ist gerade Map Control zurückzugewinnen. Und er versucht jetzt hier auch direkt auf die Sacred Side zu gehen. Man muss dazu sagen, Beastie hat nur Gazi Raider. Er hat danach zwei Schmieden gebaut, um die Upgrades nachzuholen und hat jetzt erst eine Archer Range im Bau. Und das ist gerade ein Riesenproblem für Beastie. Er verliert nämlich den Gelehrten. Und den Gelehrten an der Position zu verlieren ist ein Riesenproblem. Er nimmt jetzt den Fight. Lucifron hat schon die ersten Sperrkämpfer am Start. Und das ist ein Fight, der nicht gut läuft für Beastie. Er muss sich hier zurückziehen. Er hat versucht, die Gazi Raider zu micron. Also ich glaube, er wusste, dass er den Fight nicht gewinnen konnte. Er hat versucht, hier so viel Damage wie möglich auf die Einheiten von Lucifron zu machen. Und seine eigenen Units halt zu healen. Aber das Problem ist, er hat keine Healer, weil den ersten Gelehrten hat er verloren, der zweite, das sieht gar nicht gut aus. Und auf dem Weg, um den Tod zu laufen. Ja, da er den Turm des Sieges hat, sind das riesen Verluste von Beastie. Er hat eine Sacred Side eingenommen, die kann jetzt gleich aber sofort zurückerobert werden. Und er muss jetzt neue Gelehrte bauen. Er hat 8 Worker an Gold. Aber wie gesagt, er hat keinen Glaubensdom. Das bedeutet, er muss 130 Gold für die Gelehrten zahlen. Und das ist alles andere als ein guter Start für Beastie hier ins Game. Lucifron passt wunderbar auf und zieht seine Worker gerade noch rechtzeitig vom Bildschirm zurück in den Turm. Ist natürlich auch nur mit 5 Workern dort, um, damit sie wunderbar kuschelig Platz haben in den Turm. Das heißt, der Raid läuft komplett ins Leere. Beastie denkt auch gar nicht weiter dran, irgendwie weiter zu raiden, sondern geht auch direkt wieder nach Hause. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Das ist immer sehr smart, wenn man nur so viele Worker außerhalb seiner Base hat, wie sie dann auch Schutz suchen können. Und ja, Lucifron, also wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Daily-Game vorhin, Lucifron hat hier mit Joan d'Arc einfach alles unter Kontrolle. Keine Sacred Sight für Beastie und das ist eigentlich eine Traumsituation, Traumstart für Beastie, für Lucifron meine ich natürlich. Johanna ist mittlerweile bei der Hälfte ihrer Erfahrungspunkte auf dem Weg zur Stufe 3 angekommen. Das läuft zumindest mal besser als in dem letzten Joan d'Arc-Spiel, wo sie bei Minute 18 immer noch Stufe 2 war. Ja, das ist ordentlich. Gleichzeitig hat Lucifron diesmal gepennt. Wir haben die Reaktionszeiten von Vortex vorhin gelobt. Jetzt hat Lucifron hier mal kurz gepennt. Kann von Glück reden, dass er hier nur einen Worker verliert.
Weil da waren mindestens zwei Worker, die ich gesehen habe, wo nur noch ein Hit gefehlt hat. Ja. Da hat er Schwein gehabt, dass er nur einen Worker verloren hat. Aber auch ein Worker kann wehtun. Vor allem, weil Beastie jetzt natürlich langsam seine Army Composition angepasst hat. Er hat jetzt jede Menge Bogenschützen, um die Speerkämpfer zu kontern. Und vor allem hat er jetzt auch seine Ghazi Raider größtenteils geheilt. Und verliert jetzt ziemlich unnötig drei Ghazi Raider. Also Beastie hat hier gerade noch ein bisschen Probleme ins Spiel zu finden. Gerade was die Killzahlen betrifft, sieht das wirklich nicht schlecht aus für Luzifron. Wir haben 920 zu 110 getöteten Einheiten oder Wert der Einheiten. Gleichzeitig geht der nächste Raid ins Leere. Ja, schöne Vaults von Luzifron. Seit dem DLC kann man ja hier die Goldminen zum Beispiel direkt abwollen. Und dadurch helfen solche Mini-Vaults hier schon echt gut, um Raids abzuwehren oder frühzeitig zu erkennen und reagieren zu können. Und wir sehen, ja, einen Deli-Spieler, der bei Minute fast 12 immer noch keine Sacred-Zeit hat. Und Luzifron schneidet hier den Weg ab, der Ghazi Raider, und kann hier erneut Einheiten rausnehmen. Ja, zumindest eine. Während er jetzt auch in die Mitte pusht, allerdings sind das nur Speerkämpfer. Und Beastie hat seine Archer hier. Ja, die Speerkämpfer hatte Beastie, Bogenschützen hatte Beastie bisher zurückgehalten. Das war jetzt ein bisschen überraschend für Luzifron, dass die da auf einmal aufgetaucht sind. Aber hat nur einen Speerkämpfer verloren, halb so wild. Das Army Supply sieht aber immer noch gefährlich aus. Also Beastie ist ja zwischendurch so ein bisschen gestolpert, würde ich sagen, in dem Game. Aber wir dürfen es noch nicht unterschätzen. Er hat 40 Army Supply gegen 27. John Dark ist noch Level 2. Sobald sie Level 3 ist, ändert sich natürlich alles. Aber das sieht bisher noch sehr gefährlich aus für Luzifron, der mittlerweile 10 Knights hat. Das ist natürlich viel. Gleich 12. Aber Beastie fängt jetzt auch an, selber Speerkämpfer zu adden. Und mal gucken, wie der nächste Fight laufen wird. Der Turm ist jetzt gleich Geschichte und da sterben auch mit Sicherheit wahrscheinlich alle Worker. Oder fast alle Worker. Na, Beastie kann immer den Druck erhöhen. Er holt jetzt den Hintergrund sich die Sacred Sites. Ein Knight versucht hier zu raiden. Mal gucken, wie viel Damage er machen kann. Konzentrieren uns aber auf den Main Fight. Die Archer versuchen, die Speerkämpfer rauszunehmen. Luzifron addet jetzt auch seinerseits seine ersten Bogenschützen, um die Speerkämpfer von Beastie rauszunehmen, zu nehmen. Und die sind extrem wichtig gerade. Wenn Luzifron es schafft, hier die Speerkämpfer loszuwerden, dann haben die Knights einen super Fight. Und das sieht gerade eigentlich ganz gut aus. John Dark ist zwar gefallen, aber der Fight war jetzt trotzdem nicht schlecht für Luzifron. Der Knight! Beastie hat gepennt. Der Knight konnte hier drei Worker rausnehmen. Währenddessen läuft der Fight hier weiter. Beastie hat nicht mal gepennt. Beastie hat sogar aktiv seine Worker auf den Knight attackieren lassen. Okay. Das heißt, er hat das billigend in Kauf genommen, sozusagen. Ja, und war natürlich mit dem Main-Fight beschäftigt. Und das sieht so aus, als ob die Knights sich hier aber durchtanken können. John Dark wurde zurückgekauft, ist also wieder auf dem Feld. Die Bogenschützen von Luzifron sind jetzt da, um die Speerkämpfer weiter rauszunehmen. John Dark kriegt jede Menge Erfahrungspunkte. Und die Armee wird zurückgeschlagen. John Dark ist auf Level 3. Und ich glaube, damit hat Luzifron hier das Spiel gewinnen können. Und da ist auch schon das GG von Beastie. Map Nummer 1 geht hier mit John Dark an Luzifron. Quasi ein Instant GG, hat gesehen, das ist jetzt, die gute ist jetzt Level 3, das war's jetzt. So schnell kann's gehen. Wobei, auch ohne das Level 3 war der Fight, glaube ich, einfach zu eindeutig für Luzifron gewonnen. Ich glaube, Beastie hat jetzt Riesenprobleme gehabt, die Armee von Luzifron zurückzuschlagen. Komplett gedrehtes Spiel. Vorhin haben wir zwischen Papipaw und Vortex Deli gegen John Dark gesehen. Und da hat Deli haushoch gewonnen. Also bevor jetzt die Ersten wieder sagen, oh, John Dark auch viel zu spät. Viel zu spät, sage ich schon, viel zu stark. Wohin lief es genau andersrum? Also weiterhin interessant. Luzifron startet hier aber mit einem 1:0 in dieses Best of 7. Das bedeutet, Beastie hat jetzt Map-Wahl. Und entscheidet sich für die Map Prairie. Und
Das ist ja jetzt auch mal interessant. Wir sehen nämlich folgendes Duell. Ich habe vergessen, nicht einzuladen, sorry. Luzifron ist mit den Ayyubiden unterwegs. Beastie mit dem Holy Rom Empire. Ayyubiden auf Prärie. Oh shit, oh mein Gott. Okay, Leute, es fängt an. Ich habe gerade Beastie in meine Gruppe eingeladen. Ja, dann wird es auch leichter zu crossen. Oh, Gottes Willen. Sorry, Beastie, lass dich nicht ablenken. Okay, Aimstock in die Gruppe und Beastie zuschauen, das wollte ich eigentlich machen. Oh mein Gott. Es macht mehr Sinn, als Beastie einzuladen und dann mein Spiel anzuschauen. Das kann ich dir schriftlich geben. Oh Gott, ey. Okay, also. Ja. Sorry, es geht 2 Minuten los. Prärie ist die Map-Wahl von Beastie. Beastie mit dem Heiligen Römischen Reich. Beastie spielt sehr gerne und sehr oft Holy Rom Empire hier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Luzifron das wusste und das erwartet hat. Und Luzifron entscheidet sich hier für einen sehr interessanten Pick, nämlich die Ayyubiden auf Prärie. Definitiv eine interessante Sith-Wahl, denke ich mal. HRE sieht man nahezu gar nicht, das Holy Roman Empire, die letzte Zeit. Gehen so ein bisschen die Meinungen auseinander, ob die nicht vielleicht aktuell einfach auch schlecht sind oder zu schlecht sind, um kompetitiv mitzuhalten. Trotzdem Beastie natürlich unfassbar gut mit denen. Und auf der anderen Seite Ayyubiden auf Prärie. Man sieht selten bei denen irgendwelche Bogenschützen, von denen er vielleicht das Holz nicht so wichtig. Ist eine aggressive Map, ist für Ayyubiden auch nicht schlecht. Bin gespannt. Mhm. Das Castle Age Timing könnte für Reliquien sammeln der Römer schwierig sein. Ja, vor allem kann man versuchen natürlich mit dem schnellen Castle Age zu spielen. Man kann aber auch versuchen mit dem Dervish Upgrade zu spielen, dass du halt dann auch sehr schnell Reliquien sammeln kannst. Ich bin gespannt, was sich Luzifron hier überlegt hat. Wie gesagt, Luzifron ist ein erfahrener professioneller E-Sport-Spieler, das heißt, der wird sich auf Beastie vorbereitet haben und ich bin mir absolut sicher, dass er halt Prärie Beastie mit Heiligem Römischen Reich prädiktiert hat und hier einen klaren Gameplan hat. Ob der funktioniert, ist natürlich nochmal die andere Frage. Holy Rom Empire ist meiner Meinung nach immer noch ziemlich gut. Beastie ist natürlich nochmal eine besondere Hausnummer mit Holy Rom Empire. Es hat einen Grund, warum er jedes Mal Holy Rom Empire auf der Map spielt. Und Beastie ist auch nicht blöd und sehr erfahren. Er weiß natürlich auch, dass Luzifron weiß, dass er Heiliges Römisches Reich auf der Map spielen wird. Und er macht es trotzdem. Das ist natürlich auch eine Ansage. Und ich bin gespannt, was uns erwarten wird. Der Punisher hat gerade eben noch einen Prime-Sub dagelassen. Freut mich sehr. Vielen, vielen lieben Dank. Toffee, Beefy mit Bart, danke euch für euren Support, Leute. Und wir gehen jetzt rein in Map Nummer 2. Wie angesprochen, es ist Prärie und wir begrüßen hier in der östlichen Map-Hälfte in Rot mit den Ayyubiden. Es ist Luzifron. Und auf der gegenüberliegenden Seite in Blau mit dem Heiligen Römischen Reich. Es ist Beastie. Ah. Alright. Dann schauen wir mal, was Luzifron hier vorbereitet hat, würde ich sagen. Also, wenn Beastie weiß, dass Luzifron weiß, dass Beastie HRI spielt, weiß Luzifron das auch, dass Beastie das weiß? Ja, ich glaube, Luzifron weiß das. Und das sind natürlich jetzt... ich meine, wir können das ja gut drüber lustig machen, aber das sind halt tatsächlich so Mindgames, die natürlich passieren. Luzifron ist nur auf einem Scout unterwegs, während Beastie sich hier für 2 Scouts entschieden hat. Und auf Prärie spiele ich auch gerne 2 Scouts, weil es einfach so viele Schafe gibt, die es zu finden gilt. Und gerade mit dem Heiligen Römischen Reich, wenn du da ordentlich Schafe unter deiner Aachener am TC hast, das bringt dir so viel. Vor allem, weil du natürlich auch das dicke Gold hast. Das heißt, wir werden bestimmt eine Aachener so ungefähr in dieser Position hier sehen. Und ja, deswegen macht das absolut Sinn, hier auf 2 Scouts zu gehen. Und wir sehen auch schon, Beastie hatte jetzt auch schon 20 Schafe am Start. Das ist 5000 Nahrung. Die 2 Scouts haben sich auf alle Fälle jetzt schon gelohnt. Mhm.
Bin sehr gespannt, was für ein Upgrade Lucifer nehmen wird. Und das ist ja auch das Schöne mit dieser neuen Vielfalt, mit den neuen Civs. Es gibt so viele Möglichkeiten, das jetzt zu spielen. Und ich bin sehr gespannt, für was sich Lucifer hier entscheidet. Alleine durch die schiere Menge an neuen Zivilisationen, wir haben im Endeffekt 60% neue Zivilisationen dazu bekommen. Einfach unfassbar viele neue Matchups und dann sind diese neuen Civs auch noch so unfassbar flexibel, wie zum Beispiel die Ayobiden. Das ist, wer sich das noch merken soll, wie man gegen was am besten spielt und was dort Sinn macht, ich habe keine Ahnung. Ich muss mir gerade selber auf die Schulter klopfen, dass ich die Aachener Kapelle perfekt hier prediktet habe. Das ist, hätten wahrscheinlich auch 99% aus dem Chat geschafft, aber egal. Interessant ist auf jeden Fall, dass Lucifer sich hier für Militärflüge Verstärkung entschieden hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das so ähnlich wie vorhin sehen werden, dass er versuchen wird, halt diese Wüstenplünderer zu nutzen, um Beastie zu beschäftigen, um ihn vielleicht zu einer Reaction zu zwingen. Und dann wird er hinten dran entweder mit dem Upgrade Fortschritt sehr, sehr schnell ins Castle Edge gehen, um die Reliquien wegzunehmen. Oder vielleicht sogar mit Logistik. Aber ist es das wert, dass man nach Fertigstellung direkt zwei Derwische hat, dafür aber mehr zahlen muss und länger braucht? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich denke, wir sehen ein schnelles Castle Edge mit einer Moschee dann. Man bekommt im Castle Age dann sogar drei Derwische. Oh, und recht hast du, ja. Ich denke mal, es kommt auf den Spielverlauf bis dahin an. Direkt drei von diesen ultraschnellen Mönchen zu haben, gerade gegen HAE, das kann, glaube ich, schon auch Spaß machen. Ja, aber ich glaube, wenn ich jetzt so gerade so darüber nachdenke, dass das Timing einfach zu spät ist. Ich glaube, er braucht diese 40% schnelleres Upgrade, um mit dem Fast Castle Age von HRE mithalten zu können. Weil die Aachener steht jetzt und er baut vor allem einen Tower hier ans Gold. Hat er Stein mitgenommen? Ah, gerade angesprochen, er holt sich auch das Stein. Das heißt, wir werden die Schießscharten sehen. Und damit ist es eigentlich schon unmöglich für Lucifer, irgendwas mit diesen Wüstenplünderern zu erreichen. Und das bedeutet, Beastie kann ein wirklich schnelles Castle Age spielen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Lucifer einfach zu spät ist, wenn er hier auf den Logistikflügel geht. Andererseits braucht natürlich Beastie schnelles Castle Age hin oder her. Er braucht natürlich erstmal Einheiten auf dem Feld, um sich die Reliquien dann holen zu können. Und die Wüstenplünderer müssen natürlich erstmal beantwortet werden. Und wir sehen jetzt etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt. Lucifron moved nämlich hier mit dem ersten Worker raus auf die Map und fängt an, die Reliquien einzuwollen. Ja, gerade mit den Wüstenplünderern, wenn Lucifron die nicht verlieren sollte, kann er mit Sicherheit auch auf dem offenen Feld durchaus ein paar der Mönche vom Sammeln der Reliquien abhalten. Aber natürlich nur, wenn er sie bis dahin nicht verliert. Ja, da hat man den Vorteil der Schießscharten gesehen, die zusätzliche Range. Da muss Lucifron schon höllisch aufpassen, dass er da die Einheit nicht verliert. Und er hat eigentlich keine Chance, die Worker so richtig zu eilen. Er kann hier ein bisschen das Holz eilen, das ist natürlich nicht verkehrt. Wobei, ich denke, auf den Baum hier kann Beastie zum Beispiel gehen. Mal schauen, ob er trotzdem auf ein Stable geht und Rittern spielen will. Oh, er hat schon ein Stable stehen. Er baut schon die ersten Reiter, interessanterweise. Ich wollte gerade sagen, oder ob er vielleicht doch auf eine Infanterie-Armee setzt. Aber er scheint sich hier für den Stable schon entschieden zu haben. Die Scouts nerven hier ein bisschen rum bei Lucifron. Und wir haben schon fast genug Ressourcen, um nach Castle Edge zu gehen. Für Lucifron. Ich bin jetzt wirklich gespannt, ob wir die Entwicklung Fortschritt sehen werden oder doch etwas anderes. Ich würde Lucifron sogar unterstellen, er greift die ganze Zeit deswegen mit seinen Scouts da hinten an, dass die kommenden Reiter gleich nicht auffallen. Und wo ich sage, zieht er seinen Reiter zurück. Dankeschön dafür. Ich fand die Idee gut. Oh, der Worker wird aber gefunden. Genau. Wenn Beastie reagiert. Er war hier noch beschäftigt, denn ja. Der Worker wird gefunden, ein bisschen ärgerlich für Lucifron. Das heißt, es ist nur eine Reliquie eingewollt.
Und die Reiter haben sich doch hier auch erstaunlich gut geschlagen gegen die Wüstenplünderer tatsächlich. Im Übrigen geht Luzifer nicht mit Fortschritt ab. Sondern? Gar nicht. Doch. Es ist tatsächlich die Logistik. Oh, wird das funktionieren? Wusste ich doch, war doch klar. Wir haben am Anfang drüber gesprochen, dann verworfen. Regnitz Kathedrale ist aber schon halb fertig für Beastie. Und das Problem ist, die Derwische, die bringen ihm, also die bringen Lucifer natürlich nur was, wenn er auch Map Control hat. Und die hat er jetzt gerade tatsächlich schon so ein bisschen verloren. Mal schauen. Die Derwische haben halt den großen Vorteil, dass sie einen hohen Movement Speed haben. Das heißt, die sind schon fix unterwegs auf ihren Kamelen. Und das ist natürlich ein Vorteil, aber das ist halt das, was mich beunruhigt hat. 1 Minute 10. Wir brauchen noch 1 Minute 10, bis wir im Castle Age sind, aus der Sicht von Luzifron. Und diese 1 Minute kann, glaube ich, Beastie schon ganz gut nutzen, um sich ein paar Reliquien zu sichern. Oder, wollen wir nicht übertreiben, aber um sich in die Position zu bringen, ein paar Reliquien zu sichern. Aber Beastie spielt tatsächlich Knights. Und Luzifron hat auch 2 Stables stehen, hat hier noch Wüstenplünderer auf dem Feld und kann jetzt gleich natürlich Camel Lancer spielen. Und Camel Lancer sind überraschenderweise ganz gut gegen Knights. Weiß nicht, ob es immer eine gute Idee ist, gegen Ayyubiden Knights zu spielen. Wir haben Camel Lancer, die gut gegen andere Knights sind, einfach weil sie Kamele sind. Wir haben Derwische, die den Kamelbonus oder Nerf sozusagen verteilen, den Debuff verteilen. Die Wüstenplünderer haben übrigens sogar Bonusschaden gegen Kavallerie, neben dem, dass sie Kamele sind. Mhm. Hm. Und haben 5 Rüstungen im Nahkampf. Mhm. Ja, aber Beastie vertraut ihr trotzdem auf die Ritter. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Luzifron ist jetzt im Castle Age. Die Reliquie hier oben wird sich Beastie jetzt gönnen. Ich glaube nicht, dass Luzifron das verhindern kann. Wobei er könnte hier mit den zusätzlichen 2 Wüstenplünderern vielleicht den Rückweg von den Prälaten abfangen. Oder den Prälaten auf dem Rückweg abfangen. Oh, schön weggezogen, die Knights jetzt auch. Luzifron hat jetzt extra seine Einheit nach rechts weggezogen, damit links keine Schutz mehr da ist für den Prälaten. Macht er gut. Gleichzeitig. Ja, holt sich Luzifron selbst auch einen im Süden, eine Relic. Genau. Das ist halt die entscheidende jetzt hier. Da kommt auch ein Ritter und ein Reiter ist schon dran. Ist die Frage, ist der Derwisch schnell genug? Die Antwort ist nein. Die Knights kommen jetzt dazu. Oh, Luzifron hat sogar einen Derwisch hier in den Norden gemoved. Und hat sofort die Heilung gezündet. Aber Beastie konnte im Süden die Reliquie abfangen. Aber wenn... Kommt wieder ein Priester ums Leben. Es sieht so aus, als ob beide 2 Reliquien bekommen würden. Und die dritte Reliquie ist halt eingewollt von Luzifron. Er spielt tatsächlich die Wüstenplünderer und jetzt mit den Camel Lancern. Eigentlich eine logische Entscheidung, weil... gegen die Knights. Absolut richtig. Deswegen versucht Beastie jetzt auch zu transition, glaube ich. Ja. Wir haben jetzt 10 Kamele, 11 Kamele auf dem Feld gegen 8 Ritter. Mhm. Bei beiden sind die Produktionsstätten noch voll gefüllt. Ja, Beastie kann jetzt hier einzelne Camel Lancer ganz gut rausnehmen. Micro ist da. Beastie wird jetzt auf Infanterie switchen. Er hat jetzt die dritte Barracks schon in Auftrag gegeben. Er hat auch schon das Schmiede-Upgrade für den Movement Speed entwickelt. Luzifron hat im Übrigen jetzt erst eine Moschee gebaut. Bisher hat er die Reliquien einfach zu Hause abgestellt. Ja, sehr smart. Er hat erstmal das Holz in die Stelle investiert, um halt schnell genug die Einheiten rauszubekommen. Und die Reliquien erstmal gesichert und eingelagert können sie jetzt noch werden. Ich denke, dass Luzifron hier in einer ganz guten Position ist. Ich meine, 2 Reliquien, sofern die letzte, die hier noch unten rumwandert, es nach Hause schafft, wovon ich ausgehe. Mit 2 Reliquien
Ist man noch in einem okayen Status mit HRE? Aber bisher geht der Gameplan hier für Luzifron ganz klar auf. Das ist natürlich jetzt wieder rein hypothetisch, aber ich weiß nicht, ob ein schnelleres Castle Age Timing Luzifron da besser gedient hätte. Ja, wahrscheinlich nicht. Das hat er schon gut gemacht. Weil dann muss man auch immer noch erst die Moschee bauen und die Derwische ausbilden. Das kostet auch alles Zeit. Wobei man natürlich schon früher anfangen hätte können, Camel Lancer zu bauen, aber ja, ich denke auch. Also, wie ich gerade schon gesagt habe, Luzifron wird hier ganz klar davon ausgegangen sein, dass Beastie HOE spielt. Und er hat sich das, denkt sich, dass das die beste Strat ist, und ich glaube ihm das, weil es sieht sehr stark aus. Und ich denke mal, dass Luzifron mit 3 Reliquien sich hier in einer ganz guten Position fühlt. Also ich denke mal, dass das Game bisher läuft wie geplant, aber wie gesagt, also 2 Reliquien ist immer noch okay für Holy Roman Empire. Interessanterweise, Luzifron denkt auch nicht drüber nach, seine kostenlosen Desert Raider, seine Wüstenplünderer, abzudaten auf Stufe 3, auf Castle Age, sondern er lässt sie weiter in ihrem Feudal-Dasein umherstolzieren und reicht auch anscheinend aus zur Abschreckung. Ich glaube, er priorisiert jetzt einfach gerade die Bogenschützen, weil er gesehen hat, dass Beastie so viele Sperrkämpfe hat. Und er jetzt deswegen erstmal versucht, möglichst viele Bogenschützen rauszuholen. Luzifron hat extrem viel Gold. Oh, ja, er hat sich auch. Luzifron fightet hier gerade mit den Camel Lancern mitten in den Sperrkämpfern. Luzifron reagiert nicht, er nimmt den Fight. Warte mal, gewinnt er den Fight? Der Fall ist tatsächlich gar nicht so schlecht, aber die Verluste sind, glaube ich, trotzdem höher. Währenddessen ein sehr, sehr guter Raid von Beastie hier in der Echo von Luzifron. Beastie meldet sich hier zurück im Spiel, und zwar sowas von. Er hat hier gerade richtig viel Damage gemacht, teure Einheiten von Luzifron rausnehmen können. Er hat fast doppelt so viel Value gekillt, wie es Luzifron getan hat. Sehr viel Idle Time, sehr viel Damage. Innerhalb von 30 Sekunden hat Beastie sich hier in eine deutlich bessere Position gebracht. Die Knights haben sich jetzt dann doch nochmal richtig ausgezahlt mit diesem Raid. Oh, und hier unten sind nochmal Knights und die Worker sind komplett ungeschützt. Luzifron verliert hier so ein bisschen die Kontrolle. Hilfe ist auch relativ weit entfernt. Wird hier jetzt sehr heftig geraidet von Beastie, und Beastie ist 10 Worker vorne, hat zusätzlich noch seine Aachener Kapellenboost und hat super viele Sperrkämpfer auf dem Feld. Luzifron bisher nur 6 Archer. Das sieht gerade doch ziemlich ordentlich aus für Beastie. Und im Gegensatz zu abbasidischen Kamelen haben ayyubidische Kamele keinen Speedbuff. Die rennen nicht so schnell wie normale Reiter, wie Lightcalf, sondern die sind einfach allesamt träge Ritter und rennen von dem her auch nur so semi-gut davon. Das sieht man auch immer wieder, beziehungsweise verfolgen auch Ritter deutlich weniger effektiv, als es zum Beispiel die Kamelreiter der Abbasiden tun. Ist ja auch eine andere Einheit tatsächlich. Ja, weitere Schießstände kommen jetzt von Luzifron. Er braucht Antworten auf die auf die Sperrkämpfer von Beastie. Und Beastie macht jetzt sein HOE-Ding und wird jetzt gleich versuchen, nach Imp hochzugehen. Die Frage ist, lässt Luzifron das zu, weil er zeigt hier auf jeden Fall weiter Präsenz. Macht Beastie deutlich, dass er jetzt nicht einfach so hier nach Imp hochgehen kann. Währenddessen ist der nächste Raid aber von Beastie wieder in der Base. Luzifron greift aber auch an. Sind das genug Sperrkämpfer, ist die Frage. Wir bleiben noch kurz auf dem Raid drauf. Hier gehen einige Worker down, einige Idle Time. Das CC ist voll, der Rest muss draußen bleiben. Luzifron greift jetzt ein. Vololo wird gezündet, easy rausgenommen. Aber es sind so viele Sperrkämpfer und es sind so wenig Bogenschützen. Nächste Vololo wird gezündet. Luzifron muss sich wieder ein bisschen zurückziehen. Verliert aber in der Base super viel. Luzifron ist auf 29 Worker wieder zurück. Weitere Worker gehen down. Luzifron ist hier auf einmal im absoluten All-In.
Und er sieht es nicht. Die Schwerkämpfer würden hier die Lancer einfach zerrupfen. Und es sind nur noch ein paar verbleibende Bogenschützen am Start. Und Beastie gewinnt hier Map Nummer 2 auf Prärie mit dem Heiligen Römischen Reich. Und ich kann es nicht anders sagen. Das ist eine Ansage von Beastie. Prärie zu nehmen, HRE zu picken. Beastie, es vermittelt da wirklich das Gefühl, mir ist das sowas von egal, dass du genau weißt, was ich hier spiele. Du kannst mein Holy Roman Empire hier nicht stoppen. Ja, im Endeffekt zwei super, super, super gute Raids von Beastie haben das Spiel einfach mal um 180 Grad gedreht, könnte man fast sagen. Zumindest ihn mit dem ersten Raid wieder ins Spiel gebracht und mit dem zweiten, ja, das Spiel beendet, könnte man sagen. Ja, also ich würde sagen, dass Lucifer auf jeden Fall vorne war, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wie weit, schwer einzuschätzen, aber er war auf jeden Fall vorne. Und vielleicht hätte Lucifer eine zusätzliche Wall quasi von seinem Gold zum Maprand ziehen müssen, dass die Ritter da nicht vorbeikommen können. Aber es war natürlich auch ein extrem gut gespielter Raid von Beastie, weil er halt ganz unten durchgeschlichen ist. Und ich glaube, Lucifer hatte einfach das Gefühl, dass seine Bären, die da ganz außen in der Ecke der Map waren, dass die einfach geschützt sind. Und Beastie hat sich da ganz am Kartenende entlang gesneakt und hat dann dazugeschlagen und einfach super viel Damage machen können. Ja, nicht umsonst ist Prärie eine unfassbar offene Map und ja, favorisiert aggressives Gameplay, und das ist aufgegangen hier in dem Fall für Beastie. Ja, absolut. Und jetzt sehen wir eine Map-Wahl von Lucifron, nachdem er die letzte Map verloren hat, und er pickt 4 Seen, 4 Lakes. Wo wir gerade eben schon ein unfassbares Spiel von Papipo gesehen haben. Und wir sehen Lucifron mit den Japanern und Beastie mit den Chinesen. Ja, in dem Fall, Beastie hätte vielleicht gerne Ruß gespielt, aber er hat Ruß gebannt. Er hätte sogar Ruß hier spielen können. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass Lucifron hier auch gerne Rus gespielt hätte, so wie Vortex. Aber wahrscheinlich ist er nicht so böse drum, wenn er jetzt stattdessen Japan nehmen kann. Aber du hast mich ja vorhin noch gefragt, was kann man hier eigentlich noch so spielen? Da sind mir auch relativ schnell die Chinesen eingefallen. Also die Chinesen haben fast alles dominiert auf Four Lakes, außer Rus, bevor wir das DLC hatten. Schauen wir mal, wie sich die Chinesen jetzt hier gegen die Japaner schlagen. Und wir sind auch schon wieder drin im nächsten Game, liebe Leute. Game Nummer 3, es ist Four Lakes. Verspricht viel die Map. Und wir begrüßen hier im südlichen Teil der Map in Rot mit den Japanern. Es ist Lucifron. Auf der anderen Seite in Blau mit den Chinesen unterwegs. Es ist Beastie. Ja, Four Lakes ist eine sehr anspruchsvolle Map. Ich sag's eigentlich immer wieder beim Casten. Vorhin habe ich es, glaube ich, noch nicht gesagt, deswegen sage ich es jetzt. Sehr schwierig zu spielen, weil man viele verschiedene Positionen kontrollieren muss, quasi. Die verschiedenen Seen sind extrem wichtig für die Nahrungssammelrate. Und man muss seinen eigenen See verteidigen, schauen, dass der Gegner hier nicht irgendwie einen Hafen hinsneakt. Oder wenn er es schafft, dann entstehen noch Seekämpfe auf dem Wasser, während man sich noch um andere Sachen kümmern muss. Man hat nicht nur ein Wasser, um das man sich kümmern muss, sondern mindestens 2. Zeitgleich versucht man eigentlich auch gerne, den Gegner unter Druck zu setzen auf dem Wasser. Und die Map ist trotzdem so aufgebaut, dass Land auch noch trotzdem extrem wichtig ist. Also man hat einfach sehr, sehr viele verschiedene Positionen und Punkte, die man beachten muss auf der Map. Und das macht sie anspruchsvoll zu spielen, aber meistens entstehen hier auch sehr coole Games. Eine absolut stressige Map. Wir hatten so eine schon früher, bevor sie jetzt quasi offiziell von Relic rausgegeben wurde, mit allerdings einem großen Wald in der Mitte. Sah aber ansonsten ziemlich ähnlich aus. Der große Wald in der Mitte hat dazu geführt, dass die Spiele ganz schön delayed worden sind, dass sich viel drumrum abgespielt hat, dass man wallen konnte etc. Ist bei der Karte alles nicht möglich. Da ist einfach All-Time-Action everywhere.
Ja, muss auch sagen, mir gefällt die Karte sehr, sehr gut. Tatsächlich habe ich nicht viel Spaß daran, sie zu spielen. weil, vielleicht liegt es auch daran, dass sie so anspruchsvoll ist, dass man ständig das Gefühl hat irgendwie, dass man hinterherhinkt oder dass, es kann so viel schief gehen gefühlt auf dieser Map. Also es ist einfach sehr schwierig zu spielen und es ist aber sehr schön, die besten Spieler der Welt auf dieser Karte antreten zu sehen, weil die dann einfach auch zeigen, was möglich ist. Luciferon ist jetzt hier schon auf den südlichen Hafen gegangen. Japaner haben halt den Vorteil auf den Hybrid-Maps, dass sie vergünstigt Fischerboote bauen können. Und Beastie ist hier auf dem nördlichen See unterwegs. Hat den Vorteil, dass er schneller aus seinem Hafen produzieren kann. Luciferon sucht auch direkt mit einem Fischerboot mal sein kleines Gewässer im Süden ab, ob dort nicht vielleicht irgendwo sich schon ein Hafen niedergelassen hat. Ja, also man merkt schon direkt die Vorsicht hier von Luciferon, bis sie halt irgendeinen Quatsch macht und hier einen extrem frühen Hafen setzt. Aber bisher ist hier alles ruhig. Luciferon also mit der sicheren Variante bisher. Bisher sehen wir auch noch keinen Worker rausgesneakt auf der Map. Doch, während ich das. Einen. Ja. Oh mein Gott, und das ist ja mega smart, der Move. Luciferon schickt den Worker entgegengesetzt der Richtung, wie man ihn eigentlich vermuten würde. Wenn Beastie Angst hat, dass auf dem nördlichen See ein Hafen auf einmal auftauchen würde, dann würde er, glaube ich, davon ausgehen, dass das auf der östlichen Seite passiert. Und Luciferon geht über die westliche Seite rum und umrundet die komplette Base von Beastie einmal, um dann von oben den Hafen reinzusneaken. Und das ist ein Play, das könnte perfekt aufgehen. Ist natürlich eine unfassbare Idle Time für diesen einen Villager, der da eine kleine Weltreise zurücklegen muss. Aber wenn es aufgeht und er das Gewässer irgendwie zumindest zeitweise unter Kontrolle bringen kann, der Winning Move vielleicht. Das ist es auf jeden Fall wert, weil Luciferon spielt die Koka-Gemeinde. Das heißt, wir werden auch direkt Shinobis sehen. Und wenn dieser Hafen hier ungesehen abgeht, dann können die Shinobis den Hafen von Beastie sabotieren. Und hier sind eine Menge Fischerboote am Start. 9 Stück. 9x75 investiertes Holz. Oh, die Fischerboote! Jetzt, glaube ich, hat das gesehen. Yep. Aber der Hafen geht hoch, das kann er, glaube ich, nicht verhindern. Das heißt, der Hafen geht auf jeden Fall ab, aber er baut instant einen zweiten Hafen, um sich verteidigen zu können. Man könnte meinen, diese Profis haben immer auf alles eine Antwort und eine Idee. Es ist furchtbar. Ja, stark gespielt hier, aber trotzdem schafft es Luciferon, oh mein Gott, Beastie unter Druck zu setzen. Aber Beastie hat übrigens auch einen Hafen auf das Wasser von Luciferon gesetzt. Und das ist jetzt genau das. Jetzt geht das Feuer gleich richtig los, Leute. Wir haben halt im Süden gleich den Wasserkampf durch die Aggression von Beastie. Und wir haben im Norden den Wasserkampf durch die Aggression von Luciferon. Gleichzeitig darf man sein Makro, sein Einkommen nicht vernachlässigen. Und das ist jetzt super, super anspruchsvoll, das Game zu spielen. Aber Beastie hat gerade noch kein wirkliches Holz. Er baut jetzt hier einen Hulk auf seinem Heimathafen. Er hat die Junke draußen, um die Fischerboote von Luciferon anzugreifen. Luciferon hat. Beide haben halt in ihrem Heimatwasser keinen Schutz quasi. Oh, Luciferon sabotiert den Hafen, aber ist der falsche. Das weiß er natürlich nicht. Aber er sabotiert den Hafen, wo erst gar kein Schiff in Produktion war. Und jetzt hat Beastie hier einen Konter gegen die Junke von Luciferon. Und gleich hat Luciferon aber auch einen Hulk draußen gegen die Junke von Beastie. Nicht durcheinander kommen mit den Namen. Bisher sieht die Abschussliste bei beiden Spielern noch quasi identisch aus. Wir haben jetzt 4 Kills bei Luciferon und 3 von Beastie. Ja, der Brander hat aber gerade zugeschlagen oben. Luciferon hat es geschafft,
den Brander zu landen und der Hulk wurde gekillt von Beastie. Und jetzt hat Beastie auf einmal doch Probleme auch mit den Shinobis, weil seine zweite Junke ist jetzt geblockt. Und es sieht fast so aus, als ob Lucifron sich da zurückkämpfen kann. Er hat eine schöne repariert hier seinen Hulk, um sich hier zu verteidigen. Gleichzeitig hat Beastie aber auch seine Junke repariert mit seinem Worker da. Und jetzt ist hier auch der nächste Brander am Start und Lucifron hat hier keine Chance, den Brander zu verteidigen, glaube ich. Die Fischerboote werden gepult, um irgendwie den Hulk zu reparieren. Wenn der Hulk mehr als 400 Lebenspunkte hat, überlebt er einen Brander, aber dazu kommt es nicht. Und Beastie schafft es hier sehr, sehr viel Damage zu machen. Und es sieht gerade so aus, als ob Lucifron ein bisschen die Kontrolle verlieren würde, weil er schafft es auch nicht so richtig weiter, Beastie im Norden unter Druck zu setzen. Wir vergleichen mal kurz die Fischerboote. Wir haben 6 Fischerboote auf Seiten von Lucifron und wir haben 6 Fischerboote auf Seiten von Beastie. Beastie hat jetzt aber auch in die ersten Bogenschützen schon investiert. Und Lucifron hat die Marine-Scharten entwickelt in seinem Hafen hier im nördlichen Gewässer. Das heißt, er hat hier jetzt eine ganz gute Position und kann hier weiter Schiffe bauen. Er muss sich nur auch im Süden verteidigen. Ah, es passiert viel. Es ist mir ein absolutes Rätsel, wie man das spielen kann. Ich komme als Caster schon nicht hinterher, mir das überhaupt anzugucken oder als Observer. Es ist einfach unfassbar. Ah, schönes Micro von Beastie hier auch. Kann sofort auf den Brander reagieren. Ballert hier einen Brander nach dem anderen raus, um den Hafen rauszunehmen von Lucifron. Und es sieht so langsam aus, als ob Beastie die Kontrolle über sein Wasser im Norden gewinnen würde. Gleichzeitig sehen wir hier auch die ersten Verluste von diesem Multitasking. Der Scout ging da ein bisschen unnötig gegen die Bogenschützen down. Und Beastie schafft es jetzt aber auch Lucifron hier im Süden der Map unter Druck zu setzen. Und das ist das, was China natürlich auch so stark macht. Weil wir dürfen nicht vergessen, Beastie hat hier die ganze Zeit Beamten am Start, die sein Holzeinkommen boosten. Das hat Japan nicht. Japan profitiert eigentlich nur davon, dass er günstigere Fischerboote bauen kann und die Shinobis am Start hat, um Häfen zu sabotieren. Aber beides spielt jetzt gerade eigentlich keine Rolle mehr. Und dadurch kann Beastie hier die Power der Chinesen sozusagen mobilisieren. Während Lucifron es jetzt doch ganz gut schafft, das Wasser im Süden der Map zu verteidigen. Die Bogenschützen werden aber ein Riesenproblem für Lucifron. Er hat bisher noch keine Antwort darauf. Hat vor allem jetzt auch eben 4 Bogenschützen bei sich in seiner Woodline. Ja. Die Worker müssen evakuiert werden, einer geht down. Wir brauchen jetzt eigentlich einen Stall als Antwort. Oder er versucht nach Castle Edge zu gehen. Er versucht nach Castle Edge zu gehen. Echt eine gute Entscheidung. Von Lucifron. Er hat hier das Wasser im Süden unter Kontrolle, während Beastie jetzt auch im Norden das Wasser unter Kontrolle bekommt. Schönes Micro hier. Lucifron hat versucht, dann noch ein paar Schüssen auszuweichen, damit der Brander landen kann. Aber Beastie lässt hier nichts mehr anbrennen. Und ja, witzig, wie das Game sich entwickelt, dass beide Spieler jetzt tatsächlich ihr Gewässer unter Kontrolle gewinnen. Fantastisches Game bisher. Jetzt haben sie auf alle Fälle beide Zeit, in ihren jeweiligen Gewässern sich einen Fisch zu braten. Dall gibt es weiterhin keinen. Er probiert es wirklich mit dem Fast Castle. Der Turm nimmt jetzt die Bogenschützen tatsächlich zumindest mal die ersten 2 raus. Oder den ersten, einen weiteren raus. Einer steht noch in der Woodline. Ja, jetzt ist auch der zweite raus. Und Nummer 3. Ja, Lucifron macht sich hier, glaube ich, recht zügig auf dem Weg Richtung Castle Age. Und Beastie braucht da noch ein Weilchen für. Ja, Beastie scheint vor allem im nördlichen Gewässer weiterhin voll auf Schiffe zu committen, obwohl dort eigentlich nichts mehr ist, was er verteidigen müsste. Oder gegen das er verteidigen müsste. Beastie hat übrigens aber die Kontrolle über den östlichen, über das östliche Gewässer jetzt sich geholt. Er hat hier nämlich schon 2 Häfen stehen und hat direkt in eine Galeere oder eine Junke investiert, um hier die Küste zu halten. Und währenddessen baut Lucifron jetzt, nachdem er endlich einen Wolf getötet hat, auch links einen Hafen ins Gewässer. Sehr witzig. Gerade beide quasi
beide auf den entgegengesetzten Seen sozusagen. Okay, Luzifron geht jetzt nach Castle Age. Erstes Stable kommt, das heißt, es soll berittene Samurai geben. Treibendes Tor, eigentlich das Standard-Landmark der Japaner in Castle Age. Die ersten Reiter sind jetzt schon am Start von Beastie, um für Ärger zu sorgen. Und die haben jetzt tatsächlich ein ganz gutes Timing, weil der Stall noch nicht fertig ist. Ja, das heißt, Luzifron... Oh, man konnte richtig sehen, Luzifron wollte die Worker pullen, jetzt pullt er sie auch, um diesen Stall fertig zu bauen. Weil er braucht die Produktion einfach. Sobald er jetzt gleich im Castle Edge ist. Ja, Beastie konnte hier für Ärger sorgen, letztendlich. Oh ja, jetzt kommt hier sofort das Artefakt in den Stall. Der Stall produziert auf einmal 200% schneller und das heißt, die Briten Samurais werden hier einfach mal in 12 Sekunden rausgeballert. Das muss er auch tun, weil sonst hätten die Reiter, glaube ich, in wenigen Sekunden auch diesen Stall wieder aus dem Rennen genommen. Mhm. Aber, ja, realistisch gesehen, sieben Light Cav, siebenmal leichte Ritter gegen einen schweren Samurai. Schwieriges Matchup, würde ich sagen. Ja, mit 4 Rüstungen gegen Nahkampf kriegt er einfach nicht viel Damage. Beastie ist jetzt aber gleich selber auch schon auf dem Weg in Castle Age. Und wir sehen, Beastie hat jetzt auch schon wieder in Sperrkämpfer investiert. Das heißt, Luzifron wird wahrscheinlich wenig Damage machen können auf Seiten von Beastie. Da gucke ich mir gerade die südliche Woodline von ihm an. Ja, da steht nicht mal viel Wald. Aber das sieht Beastie jetzt auch gerade, zieht die Worker zurück. Und die Worker hier wird er ganz gut verteidigt kriegen mit seinen Sperrkämpfern. Ah, Luzifron nutzt aber jetzt seinen Shinto-Priester auch direkt, um die erste Reliquie zu sammeln. Die wird aber erstmal auf den Boden gelegt. Der Priester nimmt die Beine in die Hand, um irgendwie in Sicherheit zu kommen. Schafft es aber nicht mehr rechtzeitig. Ja, Luzifron hat jetzt einen Samurai hier am Gold von Beastie verloren. Und Beastie hat jetzt auch genug Ressourcen, um hier nach Castle Age abzugehen. Weil hat Luzifron jetzt auch den östlichen See in Beschlag genommen, beziehungsweise versucht es, baut nämlich dort 2 Häfen. Mhm. Einen hat er hochbekommen und hat hier direkt Marineschießscharten entwickelt. Allerdings kommen jetzt die Reiter von Beastie dazu und die könnten den Hafen natürlich wieder niederbrennen. Aber Luzifron hat halt den Westen unter Kontrolle, aber wir sehen, ein Worker von Beastie ist schon zur Stelle, um jetzt hier einen Hafen hinzusetzen, um den Westen dann wieder anzugreifen. Es ist genau das, was ich meinte, es ist unfassbar komplex, diese Map zu spielen. Es ist sehr, sehr anspruchsvoll einfach. Hat auch einen Brander benutzt, um den Hafen im Osten jetzt auch wirklich endgültig rauszunehmen. Luzifron hat es aber noch geschafft, nochmal ein Ruppenschiff dort rauszubekommen. Das ändert aber nicht mehr so viel vermutlich. Ja, zwingt immerhin, wie ist hier nochmal in Brander zu investieren. Im westlichen See hat er auch den Hafen von Beastie gesehen, nimmt ihn allerdings nur mit einer Galeere unter Beschuss. Da kommt jetzt gleich ein Ruttenschiff raus, aber das erste Ruttenschiff von Luzifron ist auch schon da. Das heißt, die Party geht auch auf dem Gewässer weiter. Ja, Luzifron schnell reagiert auf den Hafen. Hat rechtzeitig seine Schiffe rausbekommen, um sich zu verteidigen. Gleichzeitig werden natürlich jetzt hier auch an Land weiter Einheiten gepumpt. Generell Beastie, glaube ich, in einer sehr guten Position, weil er hier jetzt einfach auf eine sehr starke Army Composition setzt. Mit Schwerkämpfern und Crossbows und da gleich sogar noch die Palace Guards mit reinmischen kann. Luzifron bisher nur an Land mit den berittenen Samurai unterwegs. Auch nicht mehr viele, die da jetzt nicht mehr viel ausrichten können. Und er versucht jetzt auf Archer zu switchen. Aber es sieht so aus, als ob Luzifron langsam die Kontrolle hier verlieren würde. Vor allem das Army Supply, das sieht gar nicht gut aus für Luzifron. Ich bin schon froh, dass man bei beiden Spielern sieht, dass das Multitasking auch ihre Grenzen irgendwo hat. Man sieht immer wieder sehr viele Idle Villager irgendwo rumstehen, es passieren kleinere Fehler. Also zum Glück ist das auch für die absoluten Vollprofis manchmal etwas zu viel. Ja, yep. Fehler passieren.
Und Beast, die spielt gerade extrem gut, muss ich sagen. Er ist überall auf der Map. Er hat die Reliquien also abgedeckt. Er ist überall präsent. Und das ist gerade sehr unangenehmes Play für Luzifron. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass jetzt gerade eigentlich auch China die favorisierte Sif ist in dieser Spielsituation. Weil allein, was die Beamten jetzt schon über diese geboosteten Wirtschaftsgebäude beigetragen haben, ist insane. Und Luzifron mit den Japanern auf der Hybrid-Map hat halt bis jetzt seine Felder oder seine Daimo-Anwesen noch gar nicht nutzen können. Und das wird gleich sehr unangenehm werden, wenn Beastie angreifen sollte. Ja, das, was die Japaner dann eigentlich im Midgame so stark macht, die Felder-Eco und eben diese, ja, die Anwesen fehlen natürlich jetzt vollkommen. Mhm. Dafür muss er hier sich mit den eher unterdurchschnittlich guten Bogenschützen verteidigen gegen jede Menge Schwerkämpfer und Armbrustschützen. Vor allem sind das jetzt noch viele Edge-Bogenschützen. Generell, das wäre Beastie Wollo zur Ablenkung. Generell denke ich, dass die Bogenschützen von den Japanern durchaus was drauf haben, weil du hast recht, die sind schwächer als normale Bogenschützen, sind aber auch günstiger und sehr schnell produziert. Das heißt, man kann dann eine gute Masse von spielen. Gerade wenn man noch einen Bannerträger dabei hat, sind die ganz nice oder von der Kosteneffektivität her ganz nice. Aber auch Thema Bannerträger, ne? Luzifron hat überhaupt keinen Stein, das heißt, er hat immer noch kein Daimo-Anwesen und kann deswegen auch keine Bannerträger bauen. Das heißt, noch ein weiterer Vorteil der Japaner, der eben gerade abhanden kommt. Und wir sehen jetzt gerade sehr schön anhand der Minimap, was passiert, wenn man ein bisschen Luft lässt. Auf einmal blinkt alles blau. Die Sacred Sites wurden eingenommen, eine komplette Wall wurde schon angesetzt, quer über die Map. Beastie nutzt einfach sofort jeden Freiraum, um Map-Control zu generieren. Und hat hier immer noch den Hafen stehen im Westen. Das ist ein kleiner Fehler hier von Luzifron, der hier aber gerade damit beschäftigt ist, zu überleben. Oh, Wollulu kommt nicht durch. Oh ja, Luzifron hat auch keine Antworten bisher auf die Palace Guards. Er hat Antworten gegen die Crossbows und Speerkämpfer mit seinen Bogenschützen, aber gegen die Palace Guards nicht wirklich. Man merkt schön, dass Beastie tatsächlich mit seinem, er ist ständig überall, in Luzifron so unter Druck setzt, dass er entweder die Entscheidungen langsam trifft oder falsch trifft oder, wie man an dem See links oben gesehen hat, einfach gar nicht trifft. Ja, der Hafen hier von Beastie müsste auf jeden Fall rausgenommen werden. Also der Brander könnte auch einfach hier einschlagen, damit der Hafen niederbrennt. Aber wie ich gerade sagte, Luzifron ist damit beschäftigt zu überleben. Er muss halt auch immer wieder dieses Hit and Run mit den Archern machen. Ihm fehlt einfach gerade ja, die Kapazität, sich darum zu kümmern. Ja. Und Beastie geht jetzt hinten dran in die Song-Dynastie hoch. Luzifron jetzt aber wirtschaftlich auf einmal. Ich weiß nicht, wie Luzifron das gemacht hat. Dass er sich aus der Situation, in der er gerade war, stabilisieren konnte. Er hat ein zweites TC mittlerweile nachgezogen. Mhm. Kann natürlich dadurch den Worker-Count zumindest ein klein wenig verbessern. Ja, definitiv. Konnte hier mal einen kleinen Raid setzen. Aber apropos Raid, genau. Die Palace Guards schlagen ein im Osten in der Base von Luzifron. Und mein Gott, da sind gerade mal sehr, sehr viele Dorfbewohner zu Fuß unterwegs. Und Luzifron hat einfach keine Antworten gegen die Palace Guards. Er scheint die Palace Guards zu ignorieren. Er spielt einfach Archer weiter und berittene Samurais. Ja, mittlerweile auch die beste Antwort für Japaner, entweder ja, wahrscheinlich tatsächlich Samurai zu spielen, aber da fehlt ihm tatsächlich die Möglichkeit, irgendwie Kaserne zu droppen und auf Samurai zu switchen. Ja. Er hat gerade nicht die logistischen Möglichkeiten sozusagen. Und die Palace Guards, die sorgen hier mal für richtig Ärger. Der Bannerträger steht ein bisschen lost an den Bären rum. Ich hoffe, Luzifron bemerkt das noch. Weil diese Bogenschützen von den Japanern, die profitieren immens davon, wenn noch ein Bannerträger am Start ist.
klatschen da die Bienennester so richtig rein. Boah, Luzifon kann das Schlimmste nochmal vermeiden, verhindern. Aber die Palace Guards, zwei sind immer noch am Leben in der Echo von Luzifron. Und ich glaube, so langsam gehen Luzifron hier die Möglichkeiten aus, gegen die Armee von Beastie klarzukommen. Raid ist hier nochmal zur Stelle von Luzifron. Die Worker werden wieder zu anderen Stellen geschickt. Luzifron hat halt fast nur Bogenschützen und die zwei Bienennester machen da halt extrem viel Damage gegen. Ja, die Raids von Luzifron sind nicht schlecht, aber er findet einfach kein Mittel gegen die Armee, die vor seiner Haustür steht. Ja. Genau das. Er hat auch einfach kein Holz, um auf einmal einen Seed-Workshop zu bauen oder sowas. Das scheint Beastie auch zu wissen, weil er vertreibt ihm konsequent die ganze Zeit vom Holz. Ja. Und gleichzeitig hat er auf der anderen Seite jetzt auch wieder einen Palace Guard am Start, um da zu raiden, aber diesmal ist Luzifron vorbereitet. Der Wirtschaftscount von Luzifron sieht gut aus, aber ja, er hat bisher keine Antworten auf die Armee von Beastie, und Beastie versucht jetzt gerade diese Worker hier zu surrounden. Na gut, von Surround kann man jetzt nicht sprechen. Er hat zumindest versucht, sie zu finden. Die Worker kommen davon. Man muss auch manchmal einfach Glück haben, scheinbar. Und Beastie scheint das Gefühl zu haben, genug Damage gemacht zu haben. Zieht sich jetzt wieder zurück. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass er weiß, wie gut eigentlich die Wirtschaft von Luzifron gerade ist. Weil die ist schon echt nice. Naja, gleichzeitig hätten wir eigentlich gerade noch den dreifachen Army Value von Beastie gegenüber Luzifron. Also er könnte mit Sicherheit deutlich mehr Schaden machen. Dreifaches Army Value? Ja. 3000 zu 9000. Ah, okay, ich stand auf dem Schlauch. Ja, sehr gut. Ich dachte, ich war gerade beim Supply und denke mir so, hä? Nein. Value, ja, du hast vollkommen recht. Ich musste jetzt gerade selber zweimal überlegen, nicht, dass ich mal wieder falsch liege, aber. Habe ich dich gut verunsichert, ne? Nee, du hast natürlich völlig recht. Sag in Zukunft jetzt dann Angelica zu dir. Aber es scheint auch so, als ob Beastie sich hier nur neu gruppieren wollte. Und er hat jetzt sogar selber Anti-Siege auf dem Feld. Das heißt, Luzifron versucht gerade seine ersten Routen zu bauen, um Antworten gegen die Bienennester zu haben. Aber jetzt hat Beastie schon selber drei Routen auf dem Feld. Und eine unfassbar gute Armee einfach von der Composition her. Das wird schwierig für Luzifron, diesen Push hier zu halten. Aber so richtig committen will Beastie auch noch nicht. Er hat hier 15 Worker am Start. Ich denke mal, die sollen gleich eine Burg bauen. Schickt sie jetzt aber gerade wieder zurück ans Gold. Sich das anders überlegt. Das ist ein bisschen, Beastie ist gerade ein bisschen out of position. Hat das Siege hier nicht am Start. Ist ja ein bisschen unangenehm reingepusht. Versucht jetzt einen besseren Fall zu nehmen. Bienennester sind da. Luzifron muss seine Archer Micron, aber da geht so viel down. Das ist so eine starke Armee von Beastie. Ich glaube, Luzifron findet hier keine Antworten. Das ist so eine starke Armee und es forst immer wieder so viel Idle Time bei den Villagern. Oh. Beastie sich dazu noch entschieden, mit den Bienennestern in die Worker anzugreifen. Aber tatsächlich kommen die meisten mit dem Schrecken davon. Aber ja, wie jetzt gerade schon mehrfach gesagt, Luzifron hat einfach nicht die Armee, um die Armee von Beastie zu stoppen. Die Bienennester sind immer noch am Leben. Jetzt werden hier noch Worker gepult, um irgendwie diese Bienennester rauszunehmen. Aber Beastie sieht das, versucht noch seine Einheiten, um die Bienennester herum zu positionieren. Beide Bienennester werden gekillt. Aber der Damage ist getan, würde ich meinen. Weitere Worker gehen jetzt down. Jetzt gleich hat sich die Echo auch angepasst und Beastie weitet natürlich seine Map-Control weiter aus, hat halt die Mitte jetzt gleich mit der Burg unter Kontrolle, einem dicken Gold und noch ein kleines daneben. Luzifron schafft es tatsächlich wieder, diese Armee zurückzuschlagen. Naja, hat aber zeitgleich immer noch dieselben Probleme wie eigentlich schon seit 6-7 Minuten. Er hat kein Holz, er hat kein Food.
seine Worker sind eigentlich nur auf der Reise. Ja, und jetzt hat sich halt ein wichtiger Punkt geändert. Bisher war das so, während er eine bessere Wirtschaftsanzahl hatte als Beastie. Und das hat sich jetzt gerade gedreht. Und dadurch, dass der Vorteil jetzt weg ist, wird es ab sofort schwieriger für Luzifron gegen diesen Druck von Beastie weiter standhalten zu können. Und ich könnte mir vorstellen, dass Beastie jetzt sogar gerade mal ein bisschen Luft holt und versucht, nach Imp hochzugehen. Ja, der Zeitvorteil ist auf alle Fälle wieder bei Beastie. Er hat die bessere Echo, er hat zwei Holy Sites, die für ihn ticken. Er kann das zur Not auch aussitzen. Zumindest die nächsten paar Minuten, wenn es denn sein müsste. Ja, denke ich auch. Er hat da schon wieder genug Stein, um weitere Bogen zu platzieren. Wie ich Beastie kenne, versucht er hier unten jetzt das nächste Gold auch noch abzusichern, die Kontrolle weiter auszubauen, sodass Luzifron dann gleich keine Möglichkeiten mehr hat. Oder was heißt gleich, aber falls das Game dann doch noch 15, 20 Minuten weiterläuft, dass Luzifron dann einfach keine Chance hat, an die Ressourcen zu kommen, an das Gold zu kommen. Die Bienennester schießen jetzt nochmal in die Archer und da geht so viel down. Samurai ist nochmal an den Bienennestern dran, können eins rausnehmen, das zweite wahrscheinlich auch noch. Aber da sind auch schon keine Archer mehr am Leben. Und jetzt wird es halt problematischer. Bisher konnte Luzifron mit einer guten Echo dagegenhalten, aber jetzt ist seine Echo halt einfach nicht mehr besser als die von Beastie. Und das merkt man jetzt, das Supply droppt, das Army Supply droppt, die Holzworker leiden und Luzifron muss es callen. Beastie gewinnt hier in einem sehr, sehr starken, schwierigen Game Map Nummer 3 und geht mit 2:1 in Führung gegen Luzifron. Verdient gewonnen, würde ich sagen. War dann doch auch relativ bald relativ klar. Was hätte besser gemacht werden müssen von Luzifron? Ganz einfache Frage. Kannst du doch easy beantworten jetzt. Easy. Vielleicht nicht Japan spielen. ich überlege gerade. Also ja, Japan ist sowieso stark und ist auch stark auf Hybrid-Maps. Aber wir haben es zwischendurch irgendwie mal kurz angesprochen. Was ist die große Stärke von Japan in der Situation? Er kann Fischerboote billiger bauen. Und er hat natürlich an Land auch immer noch einige Möglichkeiten, aber das im Gegensatz zu Beastie mit den Chinesen, da habe ich das Gefühl, dass Chinesen dann halt auch wirklich eine vielleicht stärkere Sif auf der Map ist. Das soll nicht heißen, dass Beastie jetzt nur irgendwie wegen der Sif gewonnen hat, aber ich glaube, ich bin nicht so ganz überzeugt von den Japanern da gegen Sifs wie Rus oder wie China, auch wenn vorhin Papipo mit Japan gewonnen hat gegen Rus. Aber auch er hat sich ja schwer getan. Was hätte Luzifron besser tun können? Ja, ich denke, er hätte noch mehr Druck auf das Gewässer im Norden von Beastie ausüben können. Weil er hatte da zwei Häfen stehen. War vielleicht auch ein bisschen unlucky. Er hat mit den Shinobis relativ am Anfang, wo es auch noch sehr entscheidend war, den Hafen sabotiert, das weiß er natürlich nicht, aber es war halt unlucky, den Hafen sabotiert, der nicht am Produzieren war. Somit hat ihm das gar nichts gebracht und Beastie konnte aus dem anderen Hafen dann seine Schiffe produzieren. Aber ja, ich denke, das war einfach ein Game auf sehr, sehr hohem Niveau und Luzifron hat definitiv vieles, vieles richtig gemacht und vieles sehr, sehr gut gemacht. Am Ende hat es nicht gereicht. Naja. Wir wollten knappe Spiele. Wir haben knappe Spiele. Wir wollten eine 4:3-Serie im ersten Game. Also ich habe es wenigstens schon mal bekommen. mal gucken, ob wir jetzt gleich einen Ausgleich sehen zwischen den beiden. Genau. Und das war, also wie gesagt, das war ein Top-Game und auf allerhöchstem Niveau. Und es war spannend, also von daher alles, was wir uns wünschen können. Jetzt ist es wieder die Map-Wahl von Luzifron. Und Luzifron entscheidet sich für Rocky River, felsiger Fluss. Luzifron mit Deli am Start, Beastie mit den Japanern am Start.
irgendwie habe ich die Sifs zumindest heute schon mal gesehen. Definitiv. Und ich habe es vorhin bei Vortex schon gesagt, da habe ich auch schon direkt beide spanischen Brüder erwähnt. Lucifron mit Deli ist unfassbar stark. Japaner. Das könnte sehr interessant werden. Es geht übrigens in einer Minute los, Leute, mit der Game Nummer 4. Japaner. Tja, wie schlagen die sich gegen Deli? Haben auf jeden Fall ihre Möglichkeiten. Gibt jetzt auch verschiedene Möglichkeiten, wie Beastie spielen könnte. Naja, die Stärken, die ich bei Japan sehen würde, ist, sie können sich sehr gut hinten einigeln, sofern es notwendig ist. Das könnte gegen Deli nützlich werden. Gerade in der Anfangszeit, wenn Deli irgendwann ins Rollen kommt. Mhm. Das andere ist, sie haben eine extrem gute Infanterie. Samurai und die Damen mit ihren sehr langen Schwertern. Mhm. Onabugaisha, ja. Danke, genau. Ja, das stimmt. Wobei die Ghazi Raider, also gerade gegen im Feudal Age, sollten eigentlich einen ganz guten Job machen. Gegen die Samurai. Und da Lucifron eh Archer spielen wird mit Deli, wahrscheinlich auch wieder mit dem Turm des Sieges, die dann schneller angreifen. Das ist ein guter Konter gegen die Speerkämpfer und gegen die Onabugaisha. Hm. Also mal schauen. Könnte schwierig werden, könnte aber, oder was heißt könnte, es wird vor allem wieder sehr interessant werden, was die beiden Spieler sich hier überlegen. Und wir gehen rein, Leute. Wir gehen rein in Map Nummer 4 zwischen Beastie und Lucifron. Und Beastie führt mit 2-1. Wir begrüßen in der östlichen Map-Hälfte in Rot mit Deli gespawnt. Es ist Lucifron. Und auf der gegenüberliegenden Seite, diesmal in Blau mit Japan unterwegs, es ist Beastie. Ich bin sehr neugierig, wie Beastie das spielen wird. Weil, na, wie schon gesagt, Lucifron ist eine Macht mit Deli. Und ich denke, dass Deli auch an sich sehr gut auf der Map ist. Tja, Japan auch sehr beliebt auf der Map. Beastie eröffnet. Ja, sag ruhig. Wir haben auch bei beiden Sifs einen ungefähr ähnlichen Zeitpunkt, wann sie so wirklich aufs Feld kommen, wenn sie wirklich Ärger machen. Deli braucht ja so einen kleinen Ticken länger als die meisten anderen Sifs. Japan, zumindest so wie sie meistens gespielt werden, ja auch. Mhm. Das könnte ein ordentliches, sehr langgezogenes Feudal Age werden bei beiden. Es sei denn, Beastie schafft es vielleicht vorher in Fast Castle zu gehen. Ja. Ich glaube halt, dass Beastie nicht unbedingt ein langes Feudal Age will. Die Frage ist, hat er überhaupt eine Wahl? Das wird auf jeden Fall interessant zu beobachten sein. Beastie eröffnet hier auf jeden Fall auf einem Hafen mit den Japanern. Und ich habe es vorhin schon mal angesprochen, ich glaube, die Japaner sind so ziemlich das einzige Volk, mit dem es sich noch lohnt, auf dieser Map auf Häfen wirklich zu gehen. Weil wir sehen hier, auf jedem Wasserspot sind wirklich nur noch 2 Küstenfische, also 1000 Nahrung. Und das lohnt sich kaum, hier das Holz zu investieren, weil die Nahrung dann relativ zügig weg ist und danach ist das alles Investierte hier halt sinnlos. Und für die Japaner lohnt sich das halt, weil ein Fischerboot nur 45 Holz kostet. Aber wir sehen auch schon, Beastie wird hier wahrscheinlich nur 2 Fischerboote spielen und nicht mehr. Geht jetzt im Süden, oder es ist mehr der Westen, auch noch auf den Hafen. Und ja, es hilft ihm natürlich auch, wenn er hier vielleicht die eine oder andere Galeere spielt oder Dschunkel spielt, dass er da ein bisschen Map-Control quasi drüber gewinnt. Aber ist die Frage, ob es das wert ist. Lucifron spielt jetzt auf jeden Fall den Turm des Sieges. Und wir werden auf jeden Fall ein aggressives Feudal Age von ihm sehen. Welche eine Überraschung. Junken auf den kleinen Seen weiß ich gar nicht. Dafür musst du ja schon fast, hast ja nur eine 25%ige Chance sozusagen pro Hafen, dass du auch den richtigen Weiher erwischt, um dort Schiffe zu platzieren. Wenn Lucifron dann einfach an einer anderen Engstelle durchgeht, dann hast du viel Ressourcen in ein Boot investiert, was sich niemals auszahlen wird. Sehr schwierig.
Ja, das stimmt. Ich meine, die Sacred Sites sind nicht so weit weg, quasi an Außenpositionen vom Wasser, aber ich glaube auch nicht, das ist nicht das, was man will. Und ja, BC ist natürlich verspätet erst im Feudal Age, weil er halt auf zwei Häfen investiert hat. Das ist, allein das sind schon 300 Holz. Aber ja, BC scheint sich zu denken, okay, Delhi braucht eh einen Moment. Das kann ich mir, die Zeit kann ich mir nehmen und habe dafür ein gestärktes Einkommen. Die Frage ist, wie wird Luzifon reagieren? Spielt er ein Schmieden-Opening oder geht er auf ein frühes Militärgebäude, wie zum Beispiel einen frühen Stall? Das werden wir wahrscheinlich in ungefähr 10 Sekunden sehen. Ja, wenn er 150 Holz zusammen hat. Upgrades werden jetzt natürlich alle angedrückt bei Delhi. Beastie drückt jetzt sein Feudal Age an mit dem Kura Lagerhaus. Und wir sehen, Luzifron ist mit der Schmiede am Start. Lässt sich hier also nicht verunsichern, bleibt bei seinem Gameplan. Versucht jetzt nicht irgendwie durch das späte Feudal Age von Beastie besonders früh zu agieren. Sondern bleibt seinem Gameplan treu, baut erst die Schmiede, will da direkt die Upgrades andrücken. Und geht dann auf die Produktionsgebäude und baut jetzt ein Stable. Auch nach wie vor hat Speedy nicht sonderlich eilig, ist jetzt die ganze Zeit mit drei Workern an seinem Kura-Lagerhaus gewesen, hat jetzt dann doch noch einen vierten dazugezogen. Das heißt, auch da nur nicht hetzen. Er geht davon aus, er hat alle Zeit der Welt. Ja, die hat er bisher auch. Stahl gerade erst fertig. Lützifon investiert hier direkt in eine Archery Range. Fängt jetzt an, einen Gazi Raider zu bauen. Gelehrter ist auch schon reingehüpft für die schnellere Production. Und Beastie hat jetzt schon sein Gold abgewollt und ein Tower platziert. Das riecht nach einem schnellen Castle Age. Schauen wir mal. Er investiert das Geld oder das Holz vielmehr in dem Fall auch weiterhin nicht in irgendwelche Militärgebäude, sondern zieht lieber noch eine Wall mittendrin. Oh ja, er wollte sich komplett ein. Ja, das wird ein Fast Castle Age. Also, Beastie hat hier überhaupt keinen Bock auf diese Feudal Age Fight. Und ja, ich kann es nachvollziehen, weil ich glaube, da sehen die Japaner einfach nicht gut aus dann über die Zeit gegen eine Delhi-Macht mit den starken Gazi-Raidern, mit den starken Bogenschützen. Und ja, ich meine, gerade mit den Japanern, ne? Er hat hier halt die Felder im Rücken, dieses Einigeln, wenn er dann hier sogar noch auf Stein gehen kann, um seine Felder zu boosten. Er braucht nicht viel Map Control erstmal, um trotzdem eine starke Wirtschaft aufzubauen. Und vor allem auch sein Castle Age zu supporten dann. Ich denke, das ist der richtige Gameplan von Beastie. Mal schauen, wie Luzifron darauf reagiert. Ja, auch da, Luzifron wird nicht das erste Mal gegen Japan spielen auf der Karte und genau mit so einem Spielstil konfrontiert sein. Mit Sicherheit hat er sich da auch schon Dinge überlegt, wie man dagegen am besten ankommen kann. Mal schauen, wie gut er es umgesetzt bekommt. Bisher, ja, passend zu den Gewässern in der Mitte, plätschert es ein wenig vor sich hin. Die erste Sacred Site wird jetzt eingenommen. Ja, Beastie investiert hier auch extra nicht in eine Galeere. Aber Beastie zieht das Wildschwein an seine Seite, um diesen Mönch auf der Sacred Site wieder loszuwerden. Das ist stark. Ja, jede Sekunde, die Luzifron da die Sacred Site nicht unter Kontrolle hat, ist verlorenes Gold für ihn quasi. Und das Wildschwein will es auch echt wissen. Ja, vor allen Dingen ist es immer mehr Zeit, wo Beastie ungestört in seinen Castle Age Updates andrücken kann und dann vielleicht doch irgendwann Militär bauen kann. Weil er ist mittlerweile auf dem Weg, überraschenderweise mit dem treibenden Tor. Ja, Hälfte schon durch. Das ist ein gutes Castle Age Timing. Und ja, ich bin gespannt. Es sieht nicht allzu rosig aus für Luzifron. Mal schauen, ob er auch versucht, mit Mass Feudal Age
da zu überrennen. Oder ob er vielleicht doch mal versucht, ins Cast Age zu gehen mit Deli. Oder ob wir einen Deli-Spieler mal sehen, der versucht, ins Cast Age zu gehen. Aber, also, wie ist die... Schau doch die Wall an, wie... Also, wirklich ultra safe spielt er das Ganze. Viel defensiver kann er sich hier nicht aufstellen, aber hat er genügend Ressourcen in seiner Ecke, dass er lang genug nicht raus muss? Nahrungswirtschaft wird sehr bald vollkommen okay sein. Mhm, vor allem hat er auch mal eine Menge Schafe. Genau, richtig. Aber Holz kommt da natürlich zumindest anfangs eine Zeit lang hin, aber reicht das mit dem Gold aus? Das nächste Gold ist noch in einer Reichweite, wo er noch abwollen kann, dass er noch sichern kann irgendwie. Ich glaube, Luzifron macht einfach Luzifron-Sachen. Und pusht einfach rein. Das ist ihm völlig egal, was hier Sache ist. Er geht einfach rein mit den Gazi-Raidern und holt die Einheiten einfach raus aus der Base. Der Ritter wusste gar nicht, wohin mit sich. Er wird jetzt hier von den Gazi-Raidern auseinandergenommen. Aber der zweite Samurai ist jetzt auch schon am Start. Und es sind noch nicht so viele Sperrkämpfer da, aber Beastie muss halt jetzt die ganze Zeit seine Foodworker idlen. Das heißt, er hat nicht mehr so richtig Foodwirtschaft am Start, aber jetzt ist gleich der dritte Samurai da. Und dann wird es schon ein bisschen ungemütlich für Luzifron. Konnte für sehr viel Idle-Time sorgen. Aber Daimo anwesend. Wird jetzt auch gerade gebaut. Dann gibt es noch eine bessere Verteidigung für Beastie. Und Luzifron. Der Ball hat viele Edge durch. Der Rahmenwert wird gebaut. Der will's wissen. Ja, wir haben ja vorhin schon gesehen, dass mit dem Castle Edge, das wird anscheinend überbewertet, wenn man Deli spielt. Braucht man nicht. Geht auch ohne. Er hat in der Zwischenzeit alle drei Sacred Sites. Das heißt, sein Gold-Income, sollte er dann doch irgendwann mal hochgehen wollen, wäre da. Er setzt natürlich dadurch Beastie auch so ein bisschen unter Druck, zumindest nicht stundenlang dort hinten in seiner Basis zu sitzen und darauf zu warten, dass das Wetter schön wird. Ja, absolut richtig. Und ich denke, ja, Luzifron hat nur diese Chance. Wenn er selber nach Castle Edge gehen würde, bis dahin würde Beastie ihn wahrscheinlich zerrupfen. Und deswegen geht er jetzt hier auch rein in die Base von Beastie. Sperrkämpfer sind am Start gegen die Samurais, allerdings werden die auch versucht rauszufokussen von dem TC von Beastie. Die Ramme nimmt sich jetzt den Stable vor und das ist sehr, sehr nice, weil das ist die einzige Produktionsstätte für oh mein Gott, für Beastie und die Ramme moved jetzt tatsächlich weg. Hätte sie vielleicht sogar den Stall down bekommen? Ich weiß es nicht, aber die Worker killen jetzt die Ramme überlebt sogar noch. Die Worker werden zurückgezogen, jetzt geht der Samurai drauf. Oh mein Gott. Und vor allem in dieser Stall sind ja eigentlich drei Ställe dank dem Artefakt da drin. Genau, Beastie hat keine andere Produktion. Der Stall geht down, Beastie hat weder Holz noch Nahrung, weil alle Worker im TC stecken und Luzifron, das ist wirklich der Wahnsinn. Wenn man Luzifron Deli spielen sieht, es ist beängstigend. Der pusht einfach in Bases rein, man denkt, das kann nicht funktionieren, irgendwie funktioniert es aber trotzdem. Und gefühlt nur bei ihm. Aber jetzt muss er ein bisschen aufpassen. Jetzt verliert er doch sehr viele Einheiten unter dem TC. Versucht jetzt noch einen Worker rauszunehmen. Die Verluste sind hoch. Aber die Worker von Beastie versuchen die Base zu verlassen. Richtung Osten sieht es Luzifron. Er sieht es. Und er reagiert. Oh, das sieht nicht gut aus für Beastie. Genau, in der Zwischenzeit hat Beastie zwar seinen Stall hochgezogen, aber das ist halt jetzt nur noch ein Stall und nicht drei Stall in einem. Und die Worker hatten schon mal ein schöneres Leben. Yep. Gleichzeitig wird auch wieder die Schafwirtschaft unterm TC geidelt, beziehungsweise ein Worker rausgenommen. Ich meine, ja, Beastie ist... er ist sechs Worker hinten. Das ist erstmal nicht so dramatisch. Aber Luzifron hat einfach einen Stein auf seine Tastatur gelegt, dort wo die Einheiten produziert werden, auf die Taste und das war's jetzt. Ja, die nächste Ramme wird gebaut. Beastie hat immerhin einen Stall mal wieder. Er hat halt einfach keine Production. Das war super wichtig, einfach für Luzifron diesen Stall rauszunehmen.
Das nächste Yorishiro braucht noch 80 Sekunden. Erst dann kann er den Stall wieder aufwerten. Ja, und Lucifer geht jetzt einfach wieder mitten rein. Die Worker werden wieder geeidelt. Lucifer verliert natürlich hier auch immer einiges, aber es sind halt wieder 15 Worker im TC, die nicht arbeiten können. Die Woodworker wurden evakuiert, andere Worker wurden nach oben geschickt. Und es lohnt sich einfach. Jetzt wurde hier auch die Wall zerstört. Die Rame marschiert einfach durch und es kommt immer weiter Units nach. Lucifer hört einfach nicht auf, pumpt Einheiten ohne Ende. Ja, mittlerweile haben wir auch die 5 Minuten im Sacred Side Timer geknackt. Ja, und Lucifer. Auf der Minimap sieht man nach wie vor einfach eine rote Kette an Einheiten. Ja, richtig. Aber es ist auch genau die richtige Entscheidung. Ich glaube, wenn Lucifer hier nicht so heftig auf dieses Fiddle Edge Play gehen würde, dann könnte er das Spiel, glaube ich, verlieren. Oder er hätte es verlieren können. Von daher, ich bin immer wieder beeindruckt, wie Lucifer das hinkriegt. Vor allem auch gegen einen Spieler wie Beastie, sich da durchzuboxen und tatsächlich so tödliche Pushs zu setzen. Bisher gibt sich Beastie noch nicht geschlagen, aber ich habe das Gefühl, Lucifer kann jetzt immer weiter seinen Vorteil ausspielen. Beastie hat es hier geschafft, seine 8 Worker einfach auf die Rehe im Westen zu sneaken. Das gibt ihm nochmal ein bisschen extra Food-Einkommen. Das dritte Yorishiro wäre jetzt da. Er müsste es halt noch einlagern. Ah, jetzt ist er auch mit dem Mönch unterwegs. Aber er verliert halt Worker um Worker und idelt durch die Gegend. Genau. Er hat ja sogar einen Yorishiro in seinem Town Center. Das heißt, das produziert Worker in geschmeidigen 16 Sekunden. Aber es bringt ihm halt nichts, weil die können nicht arbeiten. Ja, aber ich werde Beastie noch nicht abschreiben hier. Es sieht unfassbar aus, aber sobald er auch nur sich ein bisschen stabilisieren kann, er hat 3 Knights, also 3 Samurais auf dem Feld. Er hat jetzt wieder das Artefakt im Stable. Lucifer geht auch ein bisschen in die Luft aus, hat man fast das Gefühl. Er regroupt jetzt nochmal. Lucifron muss im Hintergrund auch einen Farmen-Switch machen, weil ihm einfach die Nahrung auf seiner Seite mittlerweile ausgeht. Ja, das ist ein bisschen komisch. Er hat ganz im Süden nochmal einen Rehspot. Und einige Bären eigentlich am Start. Ich weiß jetzt nicht, warum er auf Farmen gehen muss, aber vielleicht hat er Angst vor dem ein oder anderen Samurai-Raid, der auch nämlich gerade auf dem Weg ist. Okay, das ist aber jetzt auch sehr mutig von Beastie. Er moved mit den Samurais raus aus der Base. Das kann ich nicht ganz verstehen, weil ich dachte, das Wichtigste wäre jetzt wirklich seine Base zu stabilisieren. Und sobald er das schafft, hat er wieder eine Win-Condition. Aber mit den Samurais jetzt rauszugehen, er muss natürlich was gegen die Sacred Sites machen, ne? Deswegen geht er mit den Samurais raus, stimmt. Ja, er ist mit 2 jetzt in der Woodline und mit der 3. deaktiviert er eine Sacred Site. Ja, stimmt. Muss er 2 Minuten 30 auf den Sacred Site Timer. In der Base brennt mal wieder alles. Sacred Side Timer kriegt er auch deaktiviert. Aber diesmal verliert er, glaube ich, wirklich die Kontrolle über seine Base, weil dass er 4 Samurais rausbekommen hat, ist krass. Aber dass die dann jetzt auch noch auf der Map unterwegs sind und sein müssen, das nimmt ihm halt dann tatsächlich die Möglichkeit, seine Base zu verteidigen. Der Sacred Side Timer ist nicht deaktiviert worden. Okay, das ist dramatisch für Beastie. Ich wollte es gerade sagen. Lucifron hat es tatsächlich geschafft, ein kleines Trüppchen Einheiten dorthin zu bewegen und das hat gereicht. Ja, ich hätte gedacht, dass sie nicht rechtzeitig da ankommen, aber sie haben es geschafft und das bringt jetzt Beastie wirklich in eine aussichtslose Position. Weil durch den Push hat er jetzt auch nochmal ordentlich Worker verloren. Und jetzt, ja, Lucifron fängt jetzt auch an hier einzuwallen, zumindest die westliche Sacred Side. Aber da sieht man auch, wie viel Arbeit das jetzt ist, nachdem der erste Push schon richtig stark war von Lucifron. Das Game hier tatsächlich zu beenden und Beastie zu killen, ist nicht einfach für Lucifron. Und ich glaube, der Sacred Side Timer ist jetzt wirklich das Entscheidende gewesen, wenn Beastie es geschafft hätte, die Sacred Side zu deaktivieren. Hätte das hier wirklich nochmal tatsächlich eng werden können.
Auf alle Fälle, wir haben durch die vier Yorishiros jede Menge passives Einkommen, beziehungsweise eben drei Ställe am Start. Wir haben die Felder, die jetzt mittlerweile durch ein Daimo-Anwesen gebufft sind. Wir haben ein ordentliches Food-Einkommen mittlerweile bei Beastie, eigentlich dafür, dass er keine Worker hat. Mhm. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht alles. Ja. Und von daher war es sehr wichtig für Lucio von die Sacred Sites hier zu halten und diese Win-Condition jetzt auszuspielen. Die letzte Chance ist eigentlich, die Sacred Sites in der Mitte einzunehmen, die Wards stehen. Aber BC hat 4 Army Supply. Zu überleben und irgendwie weiterzumachen ist die eine Sache. Selber dann auch noch agieren zu müssen und eine Sacred Site zurückzuerobern ist nochmal eine ganz andere Sache. Und die ist absolut utopisch. Ja, wir haben noch 33 Sekunden auf der Uhr. 2 Sacred Sites sind einfach komplett eingemauert und auf der dritten parkt die Armee von Luzifron. Da ist, glaube ich, realistisch gesehen nichts mehr zu machen für Beastie. Ja, Beastie versucht jetzt noch einen Tower an die Sacred Site zu bauen, um dann zusätzliche Möglichkeit zu haben. Merkt aber, die Zeit reicht einfach nicht. Versucht jetzt nochmal mit Workern und Einheiten sich da durchzubrennen, in der Hoffnung, dass die Armee von Luzifron sich verläuft oder so und nicht rechtzeitig ankommt. Aber ja, selbst er schafft es, glaube ich, noch nicht mal rechtzeitig durch die Wall. Von daher... Lucifron haut hier mal wieder mit dem Hammer zu und es ist wirklich unfassbar. Lucifron mit Deli, du bist niemals sicher, marschiert hier wirklich in die Base von Beastie, schafft es, ihn auseinanderzunehmen und gewinnt hier ein beeindruckendes Match. Und wir freuen uns, denn wir haben einen neuen Score und dieser Score lautet 2-2. Ja, das soll ja auch kein kurzer Abend werden. So ist es. Das ist das, was wir uns gewünscht haben. Und das ist das, was wir bisher kriegen. Das war auch wieder sehr, sehr geil anzuschauen. Also dieser Push von Lucifron in die Base von Beastie. Man denkt so, das kann nicht funktionieren. Aber es funktioniert. Es muss natürlich, man hat schon gesehen, ne? Es muss sehr viel zusammenkommen und das muss wirklich optimal laufen. Aber na gut, das ist halt auch Lucifron, der macht das halt dann auch einfach optimal. Faszinierend, dass man so aggressiv spielen kann in Age of Empires 4 und damit wunderbar klarkommt, ist herrlich zu sehen. Ja, und das ist halt auch ein Grund, warum Lucifron mit Deli allgemein bekannt ist und stark ist, weil ja, es irgendwie immer wieder Wege findet, mit Deli so durchzuziehen, dass du da kaum Chancen hast, gegen anzukommen. Und ja, das war ein cooles Game. Ich sehe gerade im Chat, der Hold von Beastie war auch Bombe. Absolut. Also, dass Beastie überhaupt so lange gelebt hat, war insane. Das war auch kaum zu glauben. Jetzt haben wir aber den Map-Pick von Beastie. Und es ist Himeyama. Lucifron wird hier mit den Osmanen antreten. Beastie mit John Dark. Und in 3 Minuten wird's losgehen. Das ist ja schon wieder so ein Matchup, wo ich eigentlich sagen würde, sieht schlecht aus für Jeanne d'Arc. Ja. Auf der anderen Seite lag ich da vorhin auch schon falsch, also von dem her. Ja, weil Vortex reagiert hat und dann Jeanne d'Arc halt auch ein bisschen anders gespielt hat. Aber ich würde dir auch recht geben, also mit den Osmanen, Lucifron hat selber auch Osmanen gebannt. Glaube ich, ist das schon ein gutes Matchup. Allerdings dauert halt auch ein bisschen, bis die Osmanen reinkicken. Ne? Also die Janitschare, die werden wahrscheinlich erstmal gar keine Rolle spielen. Also bis der Zeitpunkt kommt, dass Janitschare halt Sinn machen und wirklich Input geben, kann das Spiel schon fast gelaufen sein gegen Jeanne d'Arc. Aber ja, ich würde auch eigentlich sagen, dass man in Osmanen gute Möglichkeiten hat. Mal schauen, was wir sehen werden. Generell Osmanen eine unfassbar starke Sif aktuell. Man sieht sie extrem häufig und extrem häufig auch noch erfolgreich. Und gegen eine Kavallerienation wie Frankreich mit den Janitscharen oder dank den Janitscharen natürlich erst recht. Mhm. Auf der anderen Seite Himeyama, eben eine aggressive Map. Ressourcen weit verteilt, das heißt, da sind französische Royal Knights besonders unbequem.
Und eine Jeanne d'Arc, die mit Sicherheit hier und da immer ein paar XP abgreifen kann. Ja, absolut. Ich sehe gerade im Chat, Platonis hat noch geschrieben, hat den Gameplan von Beast noch nicht ganz verstanden. Kann noch nicht klappen. Aber ganz ehrlich, ich sehe nicht, wie Japan in den offenen Feudal Age Fight geht gegen Delhi und das gewinnt. Also ich glaube, du musst schon Fast Castle Age spielen. Gegen Delhi. Und ich glaube, man hat bei dem Spiel auch gesehen, dass es fast funktioniert hätte. Also da hat ja jetzt wirklich nicht viel gefehlt für Beastie, dass er plötzlich wieder in einer sehr guten Ausgangssituation gewesen wäre. Das stimmt. Ohne Bugaishas, schreibt der Chat. Ohne Bugaishas werden aber hart gekontert von Archern und die Delhi Archer greifen 20% schneller an. Das heißt, die haben überhaupt nichts zu lachen gegen Delhi. Und hello Blue, schön, dass du da bist. Willkommen, willkommen. Okay, wir gehen wieder rein, Leute. Das Match startet. Wir sind auf Map Nummer 5. Und ich passe noch eben den Score an. Es steht 2-2 und wir begrüßen hier in der westlichen Map-Hälfte in Rot mit den Osmanen am Start. Es ist Luzifron. Der anderen Seite in Blau unterwegs mit Jeanne d'Arc. Es ist Beastie. Und diesmal sehen wir kein Hafen-Opening. Der Map-Spawn sieht für mich beidermaßen gleich fair oder unfair aus, zumindest auf den ersten Blick. Ich finde die Woodline am Wasser durchaus interessant. Aber nachdem kein Wasser-Opening gespielt wird, ist es wahrscheinlich auch egal. Ja, ich denke auch. Luzifron eröffnet hier klassisch mit der Militärschule. Wird hier direkt versuchen, mit den ersten Speerkämpfern Druck zu machen. Auf das Gold von Beastie. Aber Beastie wird das auch erwarten. Melko, und danke dir für den Prime-Sub. Raspudding hat vorhin auch noch reingesubbt. Und nochmal ein herzliches Willkommen an die neuen Follower. Wie zum Beispiel Red King gerade. Willkommen, willkommen, Leute, und Dankeschön. Und wir sehen schon wieder Jeanne d'Arc mit eher wenig Schafen unterwegs. Oh ja. Das könnte schon wieder problematisch werden für Beastie. Hat ja noch nicht allzu viele Schafe gefunden. Ist aber auf der Map auch immer ein bisschen schwierig, habe ich das Gefühl. Aber Vortex hat es geschafft. Ich mache nochmal ganz kurz hier den Pausenknopf, damit wir keine Lags haben. Und witzigerweise haben wir jetzt heute schon alles gesehen. Wir haben ein Age-Up mit 4 Workern gesehen, mit 3 Workern, mit 2 Workern und jetzt sehen wir ein Age-Up mit einem Worker. Beastie entscheidet sich hier für den langsamsten Age-Up sozusagen, ja, mit der meisten Erfahrung für Jeanne d'Arc. Holt sich ein frühes Reborrow jetzt gleich. Und Luzifron ist auch unterwegs ins Feudal Age. Ist das eine gute Idee, so spät ins Feudal Age zu gehen? Also, na, so spät ist natürlich relativ. Aber er kriegt jetzt gleich den ersten Speerkämpfer an seine Goldmine geschickt. Die Goldmine ist außerhalb, mehr oder weniger außerhalb der Reichweite des TCs. Das heißt, er kann es nicht wirklich gut verteidigen, das Ding. Er hat keine Armee. Und er könnte maximal Speerkämpfer bauen.
solange nicht im Feudal Age ist. Kann man das einfach aussitzen, meinst du? Aber es kommt natürlich jetzt auch wirklich nur dieser eine Speerkämpfer und der zweite ist noch weit weg. Ja, ich denke schon, dass man das aussetzen kann. Vor allem, umgekehrt betrachtet, bringt ja ein früher Knight auch nichts, weil der Gegner hat eh Speerkämpfer auf dem Feld. Deswegen kann man vielleicht auch durchaus seinen Edge up delayen, nimmt dadurch mehr Ressourcen mit, weil wirklich nur John Dark daran arbeitet und andere Worker Ressourcen abbauen. Und ja, du hast halt einfach einen späteren Knight. Und der frühere Knight würde dir wahrscheinlich eh nichts bringen gegen die Speerkämpfer. Aber ja, jetzt gleich wird es hier langsam ungemütlich für Beastie. Ja, er kommt somit zumindest weniger an Gold hin in den ersten Minuten. Etwas langsamer, etwas weniger Gold auf dem Konto. Das heißt, die Knight-Produktion wird jetzt generell auch ein bisschen wahrscheinlich darunter leiden. Aber vor allen Dingen hat er ein Schafproblem, würde ich so sehen. Ja, das Schafproblem ist auf jeden Fall da. Ja, er geht jetzt ja wieder auf Gold. Luzifron zieht jetzt seine ersten Speerkämpfer zurück. Weil John Dark ist halt jetzt Level 2 und John Dark würde die Speerkämpfer einfach wegprügeln. Und das heißt, BC hat schon den zweiten Knight in der Queue, er kann von jetzt an eigentlich Knights durchproduzieren. Ja, John Dark ist natürlich auch eigentlich der perfekte Speerträger-Konter. Mhm. Wenn sie nicht zu Hause stehen bleibt, wie vorhin. Ja gut, das hat er Vortex auch eigentlich nur im Late-Game so gemacht, aber Beastie hat jetzt mit Johanna hier das erste Bohr gefunden, holt sich die Erfahrungspunkte ab, wird natürlich jetzt gleich auch noch versuchen, einige Wölfe zu snipen. Luzifron positioniert jetzt auch schon seinen Scout hier in dem Bereich, um darauf vielleicht reagieren zu können. Wir sehen vor allen Dingen bei Luzifron nicht irgendwie sofort einen Stall oder sowas oder ähnliche Spirenzien, sondern wir sehen einen Tower am Gold und er hat seine Woodline ein bisschen abgewollt. Weiß nicht, ob er hier wirklich fast Castle Edge gehen will, aber es sieht ein bisschen danach aus. Ich meine, gleiches Spielchen wie immer. Der beste Weg gegen John Dark zu spielen ist defensiv und Fights auszuweichen. Oh! Oh mein Gott, Beastie hat fast den Worker Kill bekommen, aber nur fast. Boah, da hat nicht viel gefehlt. Und mit einem Fast Castle Age versuchst du natürlich den Fight zu entgehen, beziehungsweise deinen Gegner nur in einer schwierigen Position fighten zu lassen. Naja, vorhin hatten wir das genaue Gegenteil, ne? Vorhin wurde einfach so viel Aggression erzeugt, dass Shan sich von Anfang an entschieden hat, zu Hause zu bleiben. Und lieber passiv zu spielen. Dann eben mit dem zweiten TC. Aber wahrscheinlich sind die Osmanen auch dafür gar nicht in der Lage, so früh dann schon so viel Druck zu erzeugen. Ja, die Osmanen brauchen auch einen Moment, wenn man sich entscheidet, die Militärschulen zu spielen. Aber ich bin gespannt, weil Luzifron, also das wird eine harte Zeit, wenn er wirklich ein Fast Castle spielen will. Bis er da ist. Er hat jetzt auch noch eine Barracks geholt, um seine Speerkämpfer zu upgraden. Und Beastie macht das smart. Er pullt zwei Worker an die Front und wird jetzt hier einen Tower hinbauen. Und er hat sogar schon ein bisschen Stein geholt, um diesen Tower zu upgraden. Das heißt, Luzifron wird hier nicht ewig defensiv stehen können. Und jetzt geht Beastie sogar auch schon rein und kann einen Speerkämpfer rausnehmen. Knight kriegt viel Damage, wird hier aber nochmal hochgeheilt. Ja, das wird nicht einfach für Luzifron hier. Ich denke, das wird nichts mit dem Fast Castle Age. Luzifron muss wahrscheinlich reagieren. Und ein bisschen mehr Infrastruktur jetzt aufbauen, ein bisschen mehr Produktionsgebäude aufbauen. Ein Sepai ist ja unterwegs, um zu nerven. Beastie hat gerade keine Worker an Gold. Aber nur mit Speerkämpfern alleine, er addet jetzt die zweite Kaserne, aber nur mit Speerkämpfern alleine wird er gegen Jean d'Arc halt nicht viel ausrichten können. Oh, die Worker ein bisschen geschlafen. Ein Worker wird rausgenommen. Und du hast völlig recht, die Speerkämpfer alleine werden lange nicht reichen. Jetzt kommt aber auch der Stable dazu. Luzifron hat einen Traum,
Ein Traum vom Castle Age schickt immer wieder seinen Worker dahin ans Gold, aber das wird jetzt gleich gar nicht mehr möglich sein, wenn der Tower hier sein Upgrade durch hat. Genau, und da ist es auch soweit. Ich meine, er hat ein zweites Gold ziemlich im Rücken seiner Bar, also ist das ist schon ein traumhaftes zweites Gold. Da könnte er theoretisch hin ausweichen, aber da braucht er natürlich Armee für, um das halten zu können. Jetzt wird der Tower hier sogar angegangen. Stein-Upgrade. Auch auf Beastie Tower. Beastie scoutet jetzt auch sicherheitshalber das zweite Gold ab. Ob er sich nicht dorthin verdrückt hat, aber da ist noch niemand. Mhm. Ja, also Fast Castle Age wird nichts. Luzifon holt sich jetzt die Schmiede-Upgrades, hat sein Gold auch schon ausgegeben. Beastie ist hier unten noch auf den Wildschwein, hat das hier auch mit einer Mini-Wall abwollen können. Das ist natürlich eine perfekte Position. Ein Sipahi nervt hier immer noch rum in der Base von Beastie. Aber ja, Luzifon, das mit dem Castle Edge wird nichts mehr und Luzifon investiert jetzt komplett ins Hero Edge. Hat viel zu viel Holz gerade, merkt er glaube ich auch. Kann hier Knight rausnehmen, schönes Micro. Aber oh, Beastie pusht hier einfach rein und kann zwei Worker rausnehmen. Einfach unter das CC gepusht. Der dachte sich, was mit Franzosen, was mit Daily Ghazi Raidern geht, geht mit französischen Rollen jetzt auch. Einfach mal drunter. Ja, konnte einige Worker rausnehmen, ist jetzt vier Worker vorne und kann natürlich auch gut Erfahrungspunkte sammeln. Währenddessen nimmt Luzifron immer wieder mit einem Sipahi so den vereinzelten Bogenschützen als Reinforcement raus. Luzifron jetzt doch wieder mit sehr vielen Workern auf Gold im Süden oder im Westen seiner Base. Aber ja, sein Ressourcenmanagement ist ein bisschen chaotisch. Das liegt natürlich auch an der Aggression von Beastie. Er hat eigentlich viel zu viel Holz, als er bräuchte. Es kommt hier ein zweiter Tower unten ans Gold, um das dann zu schützen. Dafür gibt er oben das Gold auf. Es gibt natürlich wieder Erfahrungspunkte für John Dark. Beastie könnte jetzt auch noch das zweite Bohr nehmen. Ist gerade auf den Rehen. Und ob der Tower noch rechtzeitig hochgeht? Na, könnten ein bisschen mehr Worker draufgepult werden. Braucht er aber auch nicht, um das zu halten, weil so viel Armee hat Beastie eigentlich gar nicht. Beastie hat auch sehr viel Food. Die Frage ist, kriegt er seine ganze Nahrung gerade nicht ausgegeben? Oder versucht er sogar selber ins Castle Edge zu gehen? Aber den Fight kann er jetzt erstmal nicht halten. Der Tower hilft natürlich. Ja, Beastie hat jetzt gerade mal eben 17 Worker auf Gold geschickt. Das riecht natürlich schon sehr verdächtig nach Castle Edge. Ja, er will so schnell wie möglich nach Castle Edge hoch. Auch eine interessante Variante. Ich glaube, er hat einfach das Gefühl, dass er Luzifon jetzt nur mit Fuel Edge hier nicht brechen kann. Und so sieht es auch aus. Ja, Luzifon hat natürlich noch Schafe bis mindestens zum Osterlamm geeignet. Hat jetzt das Gold soweit sichern können. Und ist dort fleißig am Meinen. Das heißt, so schnell gehen ihm die Rohstoffe nicht aus. Das Ganze also in Feudal zu beenden, wird natürlich schwierig. Von dem her Castle Edge mit Sicherheit ein guter Call von DC. Das denke ich auch. Es ist, glaube ich, die richtige Entscheidung. Und er schafft es jetzt auch vor, Luzifon nach Castle Edge zu kommen. Er geht auch mit der Guild Hall ab. Was auch die richtige Entscheidung ist, weil langfristig gesehen kannst du Knights einfach nicht spielen gegen Osman. Also bringt es auch nicht viele Ressourcen dafür, die Upgrades auszugeben. Das Landmark von Luzifon steht da schon ein bisschen awkward, muss man sagen. Hätte wahrscheinlich auf die andere Seite der Base gehört. Muss da ein bisschen geschützt auch nutzen zu können. Luzifon geht jetzt aber auch ins Castle Edge. Mit 15 Workern, das heißt, wir werden ungefähr zeitgleiches Castle Edge erreichen. In der Zwischenzeit ist Beastie natürlich komplett über die Karte mit seinen Villagern ausgeschwärmt und hat sich auch das zweite Wildschwein gegönnt oder ist dabei, es sich zu gönnen. Hat durchaus ja immer noch ein bisschen Army auf dem Feld mit 8 Rittern und 13 Archern. Ja, beide jetzt Castle Age.
Lucifron drückt sofort das Upgrade für die Sepahis und für die Speerkämpfer an. Und Beastie direkt mit dem Upgrade, auch für seine eigenen Speerkämpfer tatsächlich. Obwohl er gar nicht so viele hat. Und das Ritter-Upgrade an. Lucifron hat jetzt die Imame genutzt als Visierpunkt und pusht jetzt sofort raus. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich in naher Zukunft einen etwas größeren, wichtigen Fight sehen, aber BC hat darauf gewartet und hat seine Knights extra in der Ecke positioniert und will jetzt raiden, während Lucifron rausmoved, und das könnte sehr, sehr gut funktionieren. Sehr, sehr gut. Boah, was eine schnelle Reaction von Lucifron, was ist das denn? Er hat jetzt schon die Worker, oh, aber nur die Goldworker, vielleicht war es auch Zufall, die Steinworker wurden kurz vergessen. Und die Foodworker haben auch Probleme. Und Lucifer muss seine komplette Armee zurückziehen. Das war ein sehr, sehr guter Raid für Beastie. Der ihm vor allem auch sehr viel Zeit gibt. Aber wir wissen alle, Osmanen sind sehr, sehr stark. Unter anderem auch in einem Castle Age Timing Push. Und Lucifron baut sich hier eine sehr gefährliche Armee auf. Die erstmal von Beastie gekontert werden muss. Kannst du vielleicht mal schauen, wie viel XP Johanna hat? Oder wie viel noch das fehlt? Kann ich natürlich tun. Es ist nicht mehr viel. Ihr fehlen noch 70 XP bis zur Stufe 3. Okay, mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob sie Erfahrungspunkte bekommt, wenn die Sacred Zeit einnimmt. Ich glaube ja, und zwar gar nicht mal so wenig, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Aber wir sehen es gleich. 50. Wow, das ist viel. Aber Lucifer mit den Janitscharen. Die Janitschare werden natürlich auch ganz gut Damage machen gegen Level 3 Johanna. Dadurch, dass sie als Cavalier-Einheit zählt. Man bräuchte eine Johanna-Version ohne Pferd. Jetzt sind die Sepahis, die aber auch offensiv unterwegs für Lucifron. Jetzt könnte Lucifron seinerseits eventuell gute Raids hier setzen. Beastie reagiert aber auch sehr schnell. Ja, und Lucifron dreht schon wieder um. Will hier nicht riskieren, seine Einheit. Ich hätte nehmen können. Ja, das stimmt, aber er hat wahrscheinlich Angst, dass der Rest der Armee nicht weit entfernt ist. Wo er auch recht hat. Und ich glaube, Lucifron sucht halt nach Möglichkeiten, Damage zu machen. Er wird es aber nicht riskieren, zu viele Einheiten zu verlieren. Weil er wird wahrscheinlich alles in einen Push gleich setzen. Ja, vielleicht nicht alles, aber er wird wahrscheinlich gleich einen großen Push spielen wollen. Und will jetzt nicht riskieren, Einheiten zu verlieren. Oh, die Knights kommen jetzt wieder rein und haben wieder ein gutes Timing. Ich weiß nicht, Lucifron sollte vielleicht mal die Seite abwallen oder zumindest gucken, dass er da früher Vision bekommt. Weil das ist der nächste gute Raid für Lucifron hier. Für Beastie. Hier an der Stelle. Aber die Knights sind jetzt sehr tief in die Base reingelaufen. Das heißt, die kommen hier nicht mehr richtig raus. Drei Knights down. Das tut weh für Beastie. Nur einen einzigen Worker. Ja. Da hat er ein bisschen zu viel gewollt. Und das wird wahrscheinlich sogar das Zeichen für Beastie, für Lucifron jetzt gleich sein, anzugreifen. Seine Mange ist auf dem Feld. Sogar seine zweite Mange ist gleich schon auf dem Feld. Ja, Beastie weiß, was auf ihn zukommt und ist direkt am Walls hochziehen. In der Hoffnung, das Ganze ein bisschen eindämmen zu können. Ansonsten mit Johanna ganz klassisch unterwegs. Wieder die Nahkampfgefährten, die Man-at-Arms zu ihrer Seite. Keine großen Überraschungen beim Gameplay von Johanna mittlerweile. Mehr. Mhm. Ja, man hat da zwei Möglichkeiten mit den Gefährten, und die eine Möglichkeit ist die wir sehen, mit den Nahkampfgefährten, und die sind halt besonders gut gegen Speerkämpfer. Und die andere Version ist halt besonders gut gegen Fernkämpfer, insbesondere gegen Armbrustschützen. Und meistens hat der Gegner halt sowieso schon so viele Speerkämpfer auf dem Feld, wenn man Level 3 wird, dass es sich einfach mehr lohnt, diese Speerkämpfer-Kontereinheit zu bauen, anstatt jetzt eine Einheit gegen Crossbows.
Ja, noch dazu ist es gleichzeitig ein anderer Einheitentyp als das, was man meistens eher auf Feld hat mit seinen Knights. Was jetzt in dem Fall nicht gewesen wäre, aber naja, gegen Osmanen mit Reitern will man ja nicht. Ja, das stimmt. Jetzt kommt es hier gleich zum großen Fight. Der Raid wird geklärt. Lucifer von Bord passiert ein zweites CC hier an die Rehe. Interessant. Versucht vielleicht von hier aus jetzt weiter Druck zu machen. BC hatte jetzt aber genug Zeit, um auf die Magen zu reagieren und hat jetzt selber Rutten auf dem Feld. Relativ ausgeglichene Armeestärke und wir haben natürlich eine Johanna am Start. Lucifron will eigentlich auch noch gar nicht so richtig fighten. Es sieht so aus, als ob Lucifron hier sich nicht genötigt fühlt, irgendwie in die Offensive zu gehen. Zumindest noch nicht so richtig. Sondern sich, er wirkt recht confident, damit einfach das Spiel so weiterlaufen zu lassen. Jetzt mit dem zweiten Town Center. Hat währenddessen aber schon wieder einen Knight in seiner Woodline. Ja, die Raids, die laufen sehr, sehr gut für Beastie tatsächlich. Und Beastie will jetzt hier den nächsten Fight haben. Die Runden werden wahrscheinlich ziemlich kurzen Prozess machen. Oh, die Janitschare. Ja, okay. Werden sofort zurückgezogen. Der Knight wurde geklärt in der Base von Lucifron. Sacred Side Timer spielt erstmal noch keine Rolle. Das dauert noch. Die Mangen fallen jetzt nach vorne, aber die Mangen haben eigentlich keine Chance, irgendwas im Fight zu bewirken. Gegen die ganzen Roten. Ah, Lucifron will hier BC weiterkommen lassen. Ah, die Janitscharen. Kleines Begrüßungskomitee für Johanna. Hat jetzt aber auch gar nicht so viel Damage bekommen. Lucifron lässt BC weiterkommen. Er will den Fight so spät wie möglich nehmen. Und jetzt scheint es soweit zu sein. Die Sipahis stürmen voran, ziehen sich jetzt wieder ein bisschen zurück. Die Janitschare fokussen Johanna. Jetzt haben wir schon gesehen, dass Johanna ein bisschen mehr Damage bekommen hat. Oh, die Mange hat einen guten Hit gelandet. Hauptsächlich in Nahkämpfer. Da machen die Mange jetzt nicht unbedingt so viel Damage im Vergleich zu gegen Fernkämpfern. Aber mittlerweile hat Beastie nicht nur drei Runden am Start gegen die Mangen von Lucifron, sondern vor allem auch selber eine Mange gegen die Janitschare. Und der einzige Meta in der Armee von Lucifron wurde gerade rausgesniped. Weshalb der Bonus gerade weg ist. Das TC hält auch nicht mehr lange durch. Auf einmal sieht es hier gar nicht mehr so gemütlich aus wie Lucifron. Jetzt wurden hier weiter. Ja, mach ruhig. Alles gut. gleichzeitig haben wir jetzt die nächsten Visierpunkte. Die Janitschare sind am Start. Lucifron nimmt jetzt den Fight. Das ist. Oh, ja, Johanna wurde sofort rausgenommen von den Janitscharen. Aber es fehlt der Meter. Es sieht so aus, als ob Lucifron aber trotzdem sich hier durchboxen kann. Es gibt keinen Konter mehr gegen die Sipahis. Die Sipahis brechen einfach durch. Das Siege wurde rausgenommen von Beastie. Und die Mangen von Lucifron wurden einfach zurückgehalten. Oh mein Gott, die Mange von Beastie landet aber auch den Mega-Hit auf die Janitschare. Sogar vielleicht noch ein, ja, noch ein. Oh mein Gott, es sind so viele Janitschare gestorben. Aber Beastie hat gerade noch keine richtige Antwort auf die Sipahis. Beziehungsweise jetzt die drei Mangen von Lucifron, die jetzt aber auch wieder nur AFK rumstehen. Kann Beastie sich davon erholen? Dieser Mangen-Hit von Beastie, der hat einfach nochmal so viel rumgerissen. So viele Janitschare gekillt. Das waren ja bestimmt 20 Janitschare, die da umgefallen sind. Gegen eine Mange. Aber Lucifrons Armee rollt jetzt. Und jetzt haben wir natürlich auch hinten dran diese Osmanen-Power. Wir haben Militärschulen, die hinten dran arbeiten. Johanna ist jetzt wieder am Start. Gefährten werden gerufen. Und jetzt hat gerade Lucifron nicht die Masse, um Johanna rauszunehmen. Die Mangen sind auf einmal out of position. Auf einmal ist das Army Supply von Lucifron nur noch bei 15. Und das ganze Blatt dreht sich jetzt schon wieder. Wenn man überlegt, dass dieser ganze Fight, diese ganze Geschichte mit einem Meta hätte stattfinden können, hätten wir hier nochmal eine ganz andere Situation gehabt. Und Lucifron hat auf einmal nur noch 8 Army Supply. Es sieht so aus, als ob Beastie hier das Ding vielleicht doch gewinnen könnte, nachdem es gerade überhaupt nicht gut aussah für Beastie. Und schau dir an, was jetzt passiert. Er geht einfach Imp. Er geht einfach Imp. Nach der ganzen Dramatik gerade, fast bis in die Base zurückgepusht worden, diese eine Heldenmange, die das ganze Ding nochmal rumreißt. Und Beastie hat einfach die Ressourcen hinten dran und den Mut, nach ihm zu gehen. Und dieser Red Palace. Guck dir mal an, wo er diesen Red Palace baut. Nicht irgendwo hinten bei sich defensiv oder so. Nö. Es ist so dreist. Draufhauen. Es ist so dreist. Direkt neben die Bären und Lucifron denkt sich einfach nur so: Oh shit. Ein Worker, zwei Worker. Wurde nochmal in den Rücken geschossen.
Ja. Luzifron, gerade mit dem Felder-Switch beschäftigt. Hat kein wirkliches Food, hat 20 Army Supply. Und ich glaube, Luzifrons Untergang auf dieser Map ist damit besiegelt. Das ist halt auch diese große Stärke der Guildhall. Das wäre halt niemals möglich gewesen ohne diese Guildhall. Beastie hat drei Felder. Drei Felder und ist damit Imp gegangen. Und das geht nur dank der Guildhall. Und natürlich auch nur in Kombination mit dem Red Palace. Weil normalerweise könntest du ihn jetzt einfach überfahren, aber mit dem Red Palace hat er sich natürlich jetzt wieder Nahrungseinkommen gesichert, hat gleichzeitig Luzifron auch noch das Nahrungseinkommen weggenommen. Ja. Da hilft dann auch das zweite TC, das er jetzt nachgezogen hat, der Spanier. Wahrscheinlich nicht mehr so viel. Ja, und diese Position vom Red Palace, die nimmt so viel Raum ein, so viele Ressourcen ein. Das ist einfach Gold wert für Beastie. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Beastie sieht, dass das hier nochmal nehmen lässt. Er holt jetzt auch das Imp-Upgrade für seine Speerkämpfer. Und Luzifron, das ist einfach... er ist so weit davon entfernt, selber nach Imp zu kommen. Oder hier auch eine Armeestärke aufs Feld zu bringen, um sich dagegen behaupten zu können. Das sieht... Wird auch jetzt dann schlicht und ergreifend das Gold ausgehen. Er hat noch 2.500 Gold in seiner Base. Und das nächste Gold ist dann sehr weit im Süden. Beziehungsweise im Osten. Im Osten kommt er niemals hin und im Süden steht der Red Palace in der Nähe. Ja. Und ich glaube, Beastie wird das jetzt auch wieder ganz klassisch einfach runterspielen. Er weiß, glaube ich, dass Luzifron kommen muss, dass Luzifron was machen muss. Und hier kommt sogar noch ein Kanonen-Emplacement auf den Tower. Das macht jetzt... da macht Beastie auch niemand was vor in diesen Spielsituationen. Der wird das jetzt hier, glaube ich, sehr ruhig und ohne viel Probleme zu Ende spielen können. Tja, und noch was. Er hat ja auch noch die Sacred Sites, die nur noch 3 Minuten ticken. Die habe ich ja gar nicht beachtet. Genau, die hat er auch noch. Und ja, im Rücken des Red Palace. Und dieser eine Tower, der hier einfach steht, mit dem Kanonen-Emplacement und gleich auch noch mit dem Stein-Upgrade, der wird auch noch für richtig Ärger sorgen. Ja, das sieht, um es mal vorsichtig auszudrücken, gar nicht gut aus für Luzifron. Ich meine, wir hatten heute schon einige Comebacks und merkwürdige Siege, aber ich sehe es nicht so richtig, wie Luzifron das hier nochmal rumreißen könnte. Mal schauen, ob ihm was einfällt. Also normalerweise würde ich ja sagen, das kann Luzifron nicht mehr holen, das Spiel. Aber nachdem du jetzt gesagt hast, er kann es nicht, bin ich wieder hoffnungsvoll. Das geht noch, da ist noch was drin. Ja, ich habe Luzifron nochmal alles gegeben, was ich konnte. Aber... Oh Gott, das sieht auch so traurig aus jetzt. Diese Armee jetzt sich so denkt, wir schaffen das, wir pushen nach vorne. Sogar Worker werden jetzt gepult. Und ich glaube, das wird ein Desaster werden, dieser Fight. Und ich glaube, das weiß Luzifron auch. Aber er muss es natürlich versuchen, schmeißt hier nochmal alles rein. Versucht hier zurück zu kiten in die Mang. Aber er wird sowas von überrollt. Und Luzifron callt es GG. Beastie. Mit John Dark setzt sich hier gegen die Osmanen durch und bringt sich in eine verdammt gute Position mit einem 3-2 Lead gegen Luzifron. Ich hatte zeitweise das Gefühl, das kann Beastie nicht mehr gewinnen. Und dann ging das zweite TC down. Ja, jetzt kann man natürlich sich fragen, Luzifron hat halt extrem lange gewartet, den Fight zu nehmen. Hätte er vielleicht sogar vorher einen Fight nehmen können? Hätte er das zweite TC halten können? Hätte er vorher was... Also es gab einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten, dieses Spiel anders zu spielen. Was natürlich nicht aufs Besser gewesen wäre. Und ich hätte es natürlich auch nicht besser machen können als Luzifron. Aber ja, war dieser versuchte Fast Castle Age Play, war das Richtige? Man weiß es nicht. Im Nachhinein lässt sich natürlich leicht urteilen, dass das die falsche Entscheidung wohl gewesen ist, wenn er verliert. Aber ja, es hätte auf jeden Fall viele Möglichkeiten gegeben, die Osmanen hier anders zu spielen. Auf jeden Fall wissen wir, dass Beastie sich hier durchgesetzt hat und Luzifron auf einmal mit dem Rücken zur Wand steht. Denn wenn Beastie die nächste Map gewinnt, dann zieht er hier ins Finale ein. Und Luzifron muss hier jetzt alles rausholen, was geht. Und sein Map-Pick ist Schlucht, aka Gorge. Und Luzifron
wird hier mit Mali spielen, während Beastie sich für Roos entschieden hat. In 3 Minuten geht's los mit dem vielleicht letzten, falls Beastie gewinnt, ansonsten vorletzten Game des Abends, Leute. Beastie mit Roos unterwegs. Beastie hat selber Roos gebannt. Jetzt also auch für extrem stark. Auf Gorge. Interessant. Kann ich mir auch vorstellen. Mali. Wir wissen ja, ne? Mali hat schon einiges gerissen. Mali ist bekannt. Sehr, sehr stark. Reicht es für Lucifron, um sich gegen Beastie durchzusetzen? Wir werden sehen. Ein Matchup, was wir tatsächlich die letzten Monate hätten immer sehen können, aber selten gesehen haben, da eine der beiden Sifs eigentlich im Dauerban war. Absolut richtig. Ich würde behaupten, vor dem DLC wären sich fast alle Pros sehr einig gewesen, dass Mali und Roos zu den beiden stärksten Sifs gehören. Wobei da auch immer mal wieder Osman hoch reingerutscht sind. Aber also Roos und Mali beides. Die waren lange Zeit die Top-Buns in Turnieren vor dem DLC. Jetzt sehen wir sie beide in Action. Und eigentlich hat sich für beide gar nicht so viel verändert durch den neuen DLC und die Patches, die dazugehören. Ja, das Second TC ist ein bisschen schwächer geworden. Das heißt, vielleicht Roos ein bisschen schlechter und Mali ein bisschen besser. Cowboom von Mali ein klein wenig schlechter. Kremlin ein klein wenig teuer, also die Milizen aus dem Kreml. Aber so wirklich viel verändert hat sich für beide nichts. Ne, eigentlich nicht. Aber es wurden, ja, so das werden mittlerweile andere Sifs einfach als stärker angesehen. Deswegen werden die eher gebannt. Aber ja, mal schauen. Ich nutze die Gelegenheit nochmal ganz kurz, nämlich bei Butzer zu bedanken. Grüß dich und danke Red King, jetzt auch mit dem Prime-Sub am Start. Vorhin noch gefollowt, dankeschön. Und willkommen nochmal. Freut mich sehr. Samson hat gerade nochmal Bits dagelassen. Peten hat reingesubbt. Klondike hat reingesubbt. Lash tapfer mit Corona. Nette Unterstützung, Elmstruck. So sieht's aus. Elmstruck carried mich hier einfach durch. Und ja, ich glaube aber, wir machen einen ganz guten Job und ich fühle mich noch halb lebendig. Von daher machen wir, glaube ich, alles richtig. Und Mel Cohn hatte vorhin noch mit dem Prime-Sub reingehauen. Danke euch für den Support, Leute. Freut mich, dass ihr alle mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß, wie wir es haben. Es sind fantastische Games, die wir heute haben. Morgen geht's dann mit dem Spiel um Platz 3 und dem Grand Final weiter. Aber so weit sind wir noch nicht. Denn jetzt wollen wir erstmal schauen, wer kann sich jetzt hier in dem Halbfinale durchsetzen. Und Map Nummer 6 fängt jetzt an. Und wir gehen rein, Leute. Wir sind auf Gorge aka Schlucht unterwegs und wir begrüßen hier in der südwestlichen Map-Hälfte in Rot mit Mali. Es ist Lucifron. Und auf der anderen Seite der Map in Blau mit den Roos unterwegs. Es ist Beastie. Beastie führt hier 3-2 und hat damit die Möglichkeit, hier in diesem Game schon den Sack zuzumachen. Lucifron muss gewinnen. Wenn er es tut, hätten wir gleich noch ein alles entscheidendes letztes Match zwischen den beiden. Und ich würde behaupten, das wollen wir eigentlich sehen, oder Elmstruck? Ah, unbedingt. Die Spiele heute waren eins besser als das nächste oder das vorherige, je nachdem, wie man es sehen möchte. Es waren auf jeden Fall alles geniale Spiele. Und wenn das jetzt schon zu Ende wäre, wenn wir doch eigentlich die Möglichkeit haben, noch eins mehr zu sehen. Ja. Also ich drücke Lucifer an die Daumen, definitiv. Da bin ich dabei, ich drücke mit. Schauen wir mal, ob er hier gegen Roos von Beastie standhalten kann. Natürlich eine sehr, sehr starke Sif, wie wir es ja auch schon gesehen und besprochen haben. Wir schauen gleich mal, was Beastie hier für ein Bounty bekommt. Hat auf jeden Fall hier oben jetzt einen Rehspot gefunden, auch noch einen Wolf am Start. Lucifron hat hier selber 2 Scouts gespielt, um möglichst viel Bounty zu denyen. Killt auch den... Oh. Vertrödet hier ein bisschen Zeit, weil der letzte Hit nicht saß.
Kann ich auf jeden Fall zwei Wölfe denyen. Hat, glaube ich, auch seine eigenen Rehe schon killen können. Ah, findet aber die Schafe hier wohl nicht. Sollen wir gleich mal schauen, wie das Bounty dann für Beastie aussieht. Ja, wir können theoretisch schon mal wieder so kleine im Chat Wetten machen, auf wie viel Bounty kommt der Rus-Spieler Beastie hier in dem Fall. Schafft er die 250, schafft er die 250 nicht. Zumindest sieht der Scharf-Counter auf beiden Seiten nicht ganz schlecht aus. Mhm. Das ist die Frage. Es sieht so aus, als ob der Map doch einige Wölfe unterwegs sind. Aber wir haben auch schon gesehen, dass Luzi schon einige denyen konnte. Ich hatte fast das Gefühl, dass Beastie wieder ganz knapp unter den 250 hängt. Ich würde jetzt einfach mal sagen 240. Aber mal schauen. Ja, Luzi hat da jedenfalls keinen schlechten Job gemacht beim Finden von Wölfen und Rehen. Hat auch ganz in der nördlichen Ecke gerade wieder einen gefunden. Mhm. Aber ich kriege ja wirklich Hautausschlag bei dem Animation Canceling, ne? Muss ich ja schon sagen. Ah, ich finde auf der Ebene ist es völlig in Ordnung. Es ist nur gegen Wildtiere und nicht gegen zum Beispiel Militäreinheiten oder so, dass das zu viel werden würde. Und wenn man in der Lage ist, das umzusetzen, dann finde ich das immer halb so wild. Aber ja, es ist natürlich nicht gewollt. Von daher ist das auch immer ein bisschen doof zu sehen. Der Kreml ist jetzt auf jeden Fall zur Stelle von Beastie. Und es soll das zweite C-Play werden. Währenddessen ist Lucifron auch auf dem Weg ins Fiddle Age. Und wird hier höchstwahrscheinlich in den Cowboom gehen. Wir haben vorhin gesehen, dass Vortix sich für die Farimba entschieden hat, ein bisschen anders zu spielen. Vielleicht will Luzi von uns hier auch überraschen und vor allem Beastie überraschen, aber ich weiß es nicht, gegen Ruß, gegen den Kreml. Ich würde hier eher den Koboom sehen. Mal schauen, was Luzi von machen wird. Also ich finde zumindest als Observer mittlerweile keine Wölfe und keine Rehe mehr. Alright, dann checken wir doch mal, wie das Bounty aussieht. Von Beastie. Und es ist... Es sind mehr als 80. Ja, es sind 215. Also Glückwunsch, Samson. Herzlichen Glückwunsch, richtig geschätzt. Und ja, die magische Grenze 250 nicht erreicht. Also Job erfüllt auf Seiten von Luzifron. Oh. Und wir sehen die gleiche Eröffnung, die wir vorhin bei Vortix gesehen haben. Das sind die sogenannten Kriegerspeer auf Seiten von Lucifron. Die jetzt natürlich aber auch einen ganz guten Job machen könnten, um das zweite TC von Beastie ja, zu verhindern. Wahrscheinlich nicht, aber zumindest um es ihn nicht da platzieren zu lassen, wo er gerne hätte. Mal schauen. Wo würdest du denn das zweite TC platzieren auf der Karte? Ich finde das extrem schwierig. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Weil die Ressourcen so weit weg sind. Eigentlich will man immer die Nahrungsquellen mit einbeziehen, also Rehe oder Boar. Man könnte hier außen vielleicht sogar hingehen, um das große Gold zu nehmen und das Wildschwein, aber dagegen spricht eine weite Laufzeit. Und ich glaube, wir sehen schon, was Beastie hier vor Ort. Nämlich einfach vorne in die Mitte reinzuklatschen. An die Rehe. Ist natürlich auch sehr riskant mit den Änderungen am TC. Werden die Dinger auch deutlich schneller rausgenommen, weil einfach der Schutz dann doch merklich, oder der Schaden, den so ein Dorfzentrum austeilt, doch deutlich geringer ist. Ja, das stimmt. Mal gucken, ob das noch Einfluss auf den Spielverlauf haben wird. Beastie, ja, pullt jetzt sogar seine Worker, kann hier einen Scout surrounden und einen Scout killen. Das ist ganz nice, hat ein bisschen Idle Time gekostet, aber halb so wild. Er kriegt das TC hier auf jeden Fall ab. Hat keinen Scout verloren. Hat keinen Worker verloren, das ist das Wichtigste.
Von daher, ja, erste Auseinandersetzung hier eigentlich ganz gut verlaufen für Beastie. Im Hintergrund sehen wir schon, dass Luzifon jetzt auf das dicke Gold geht. Das heißt hier nochmal extra passives Goldeinkommen für Luzifon. Denn desto mehr Häuser um diese Baugrube herum gebaut werden, desto höher das passive Einkommen. Aber Beastie ist ein Profi, ist schon auf dem Weg mit dem Scout, um mal zu gucken, ist er denn da jetzt wirklich am Bauen oder nicht. Und er sieht auch, jo, da sind die ersten Gebäude, da ist die Goldgrube. Das heißt, das wird nicht so lange dauern, bis wahrscheinlich die ersten Einheiten dort hinten für ein bisschen Stress sorgen werden. Er will jetzt gerade sein eigenes Schaf hier killen, damit das Schaf den Spot hier blockt und Luzifon da kein Gebäude hinbauen kann. Weiß nicht, ob es das wert ist für 250 Nahrung, aber es ist natürlich ein leichtes, also eine nette Aktion, sage ich jetzt mal. Und man kann den Gegner vielleicht ein bisschen ärgern, von daher ist es das vielleicht wert. Weil hier kann Luzifon jetzt nichts hinbauen, bis das Schaf genutzt wurde sozusagen. Aber eine leichte Aktion war das nicht. 12 Lebenspunkte. Ein Speer, glaube ich, macht einen Schaden an so einem Schaf. Der muss da doch erstaunlich viel Arbeit reinstecken. Ja, das stimmt. Das ist irgendwie sehr witzig manchmal zu sehen, wie lange sowas dauern kann. Und währenddessen sehen wir, dass Luzifon schon angefangen hat, in den Koboom zu gehen. Hat eine erste Farm gebaut. Die nächste Kuh ist auch am Start. Nutzt hier jetzt auch die Kühe als normales Nahrungseinkommen, als Direktverwertung sozusagen. Und hat halt jetzt auch schon die erste Farm am Start, wird sich vielleicht mehr bauen. Wir haben Donsus auf dem Feld als Antwort auf die Knights von Beastie. Und natürlich die Speer. Die jetzt auch hier nochmal sehen, dass Beastie versucht aufs Wildschwein zu gehen. Versucht hier für ein bisschen Ärger zu sorgen. Aber ich glaube nicht, dass die Einheiten hier rechtzeitig kommen, um das Ganze hier zu verhindern. Ja, und gegen zwei Knights macht dann so ein Wildschwein auch nicht mehr ganz so viel. Aber dafür, er hat einen Villager-Kill bekommen. Richtig, er hat hier einen angeschlagenen Worker erwischt und konnte hier einen Will-Kill mitnehmen. Das wird Luzifon freuen. Ist jetzt auch nicht so dramatisch für Beastie, der hier jetzt eh schon 6 Worker vorne ist, aber... Luzifon geht nicht richtig in den Kauboom. Ich überlege gerade, das sieht mir eher nach einer Farimba aus tatsächlich. Wird Luzifon hier auch eine Farimba bauen? Ja, es sind zumindest schon sehr, sehr wenig Kühe für Minute 49. Ja, ich bin mir jetzt eigentlich ziemlich sicher, dass es eine Farimba wird. Es ist die Farimba. Es ist die Farimba, Leute. Luzifon will's wissen. Ja. Bin gespannt. Haben die Spieler einfach ihre Liebe zur Farimba wieder entdeckt? Ja, zumindest in Spanien. Naja, aber also Spanier, wenn sich mit Kühen und nicht auskennen, wer denn sonst? Okay, vielleicht auf andere Art und Weise. Das mag sein. Also, wir sehen die Farimba und das bedeutet natürlich, es wird ein aggressives Play von Luzifon werden. Wir sehen das offensive zweite TC von Beastie. Aber Beastie ist das gleich auch im Castle Edge und er ist Ruß. Er hat eine unfassbar gute Food Echo, wie wir hier schon sehen können. Und Beastie hat es jetzt auch gescoutet, kann hier nochmal einen Worker rausnehmen. Und so langsam spitzt es sich schon zu. Weil, wie gesagt, Luzifon muss diese Map hier gewinnen, um hier noch eine Decider-Map herausholen zu können. Für den Einzug ins Grand Final. Und mit der Farimba ist es auf jeden Fall schon mal eine klare Ansage hier. Er ist auf 1 TC gegen 2 TCs. Es wird also... Es wird also ein Push folgen müssen von Luzifon und der Push muss sitzen. Handelshaus von Beastie sieht ein bisschen traurig aus hier in der Ecke. Wird wahrscheinlich aber gar nicht so schlecht sein. Ihr könnt mal eure Schätzungen raushauen. Währenddessen werden hier noch ein paar Häuser eingerissen. Donsos sind auf dem Weg, um die Knights da aufzuhalten. Beastie halt bisher nur mit Kavallerie unterwegs. Es kommen hier 2 Schießstände. Kavallerie macht natürlich jetzt nicht so viel gegen die Donsos. Werden wir berittene Bogenschützen sehen?
Nein, glaube ich nicht. Demo würde sagen, ja, unbedingt. Ich glaube, er ist aber auch der Einzige. Ich glaube auch. Vor allem die Briten im Bogenschützen, die würden von den Donzos hart kassieren und von den Javelin Throwers hart kassieren. Also ich glaube, die werden einfach von beiden Einheiten gekontert. Ja, gerade die Donzos mit ihrem Speerwurf sind natürlich schon spezielle Speerkämpfer gegen die Briten im Bogenschützen. Genau. Okay, das zweite Luzifron, mein Gott, jetzt geht's los, das zweite TC wird hier jetzt angegriffen von Luzifron. Beastie will das aber gar nicht mehr halten. Warum will er es nicht halten? Weil er schon gesehen hat, dass Luzifron in einen unfassbaren All-In hier geht, mit der Farimba. Und er hat den Worker-Lead, er braucht keinen größeren Worker-Lead, weil Luzifron hat nicht das passive Einkommen der Kühe. Das heißt, er kann das zweite TC hier aufgeben, ohne große Bedenken. Oh, und Luzifron ist hier ein bisschen weit rausgelaufen mit den Javelin Throwers. Kann sie aber rechtzeitig wieder beschützen. Generell sieht das Einkommen für Luzifron gar nicht so gut aus, oder? Also er hat auch eigentlich viel zu wenig Gold für seine Farimba. Die zweite Goldmine wird Stück für Stück immer weiter rausgenommen. Ja, die Donzos reagieren da ein bisschen spät drauf. Die Farimba, also das Gold ist gut genug, dass die Farimba die ganze Zeit durchballert. Aber, ja, er hat jetzt auch das zweite Defense-Upgrade am Start. Ich wundere mich ein bisschen, dass er so spät hier tatsächlich die Häuser an der Goldmine verteidigt hat. Aber wir sehen das Army-Supply, ne? 31 gegen 12 Army-Supply. Es kommen jetzt tatsächlich Crossbows von Beastie. Und die Crossbows kommen meiner Meinung nach ein bisschen zu früh. Man will halt Crossbows haben gegen die Sofas. Aber Luzifron, der hat gerade noch gar keinen Bock auf Sofas. Und der geht aber jetzt auch schon wieder weit rein hier in die Base von Beastie. Zieht jetzt aber zurück. Die ersten Militia wurden gecallt. Aber Beasties Armee mit einem Raid haben Gold. Oh ja, das ist natürlich viel wert. Donzos sind aber sofort am Start hier. Beastie hat halt seine ganze Armee besteht fast nur aus Kavallerie. Während Luzifron 27 Donzos auf dem Feld hat. Das ist eine gefährliche Situation für Beastie. Ich glaube, das Beste, was Beastie machen kann, das macht er jetzt auch gerade, ist die Aggression weg von seiner Base zu halten. Deswegen moved er mit seiner Kavallerie raus, um so viel Druck wie möglich auf die Seite von Luzifron zu verlagern, damit er selber genug Zeit hat zu reagieren, mehr Bogenschützen bauen kann. Die nächsten Militia werden gecallt. Auch schön zu sehen, dass Beastie hier nicht gepanickt hat und zu viele Militia auf einmal gebaut hat und jetzt keine mehr hat. Die nächsten sind am Start und das ist hier kein guter Trade für Luzifron. Und die Donzos kommen hier nicht mehr raus. Das ist ein guter Trade für Beastie tatsächlich. Die Knights sind jetzt hier wieder in der Echo von Luzifron, aber die Donzos sind zur Stelle. Ein weiterer Knight geht down. Aber die Zeit läuft eigentlich für Beastie, der ja ein gutes Einkommen hat. Jetzt muss Luzifron auch aufs nächste Gold ausweichen. Er geht auf das im Osten seiner Base und rennt den Rittern mitten ins Gesicht. Oh mein Gott, das ist natürlich auch ein bisschen unlucky, aber eieiei, das könnte hier eventuell das Aus tatsächlich für Luzifron bedeuten, weil da gehen einige Worker down und Luzifron braucht Gold, um weiter aus der Farimba zu pumpen. Das Army Supply sieht immer noch ganz okay aus, obwohl es sich angeglichen hat. Weil also die Army an sich sieht noch gut aus für Luzifron, aber er braucht Gold, um das weiter durchziehen zu können. Und die Knights, die finden so viel Value, die haben so viele Möglichkeiten Damage zu machen, das macht Beastie großartig. Und kann hier immer wieder Worker rausnehmen, Priester rausnehmen. Ich habe das Gefühl, Luzifron ist halt auch so unfassbar im All-In, dass es sich fast gar nicht mehr lohnt, neue Priester zu bauen, um Reliquien zu sammeln. Aber Luzifron sieht das bisher noch ein bisschen anders. Weitere Donzos werden gepumpt. Und Beastie steht natürlich einfach ultra safe, sammelt alles, was er an Army rausbringt hier in der Base, pumpt unendlich viele Bogenschützen. Beastie, Beastie Move. Luzifron versucht jetzt wieder aus dem Osten anzugreifen. Versucht jetzt nochmal Holzworker rauszunehmen, schafft ja wieder Idle Time, nimmt zwei Worker zusätzlich raus. Luzifron geht jetzt aber in die Holzworker von Beastie. Kann ich auch für ein bisschen Damage sorgen, aber ich glaube, die Armee von Luzifron, die reicht, glaube ich, nicht mehr. Luzifron geht jetzt hier in den Fight
Aber es sind so viele Archer da. Hier sind zwar ein paar Speerwerfer, die Fokus feiern auch. Gut, gerade nicht gut die Archer, jetzt wieder gut die Archer. Versuchen die rauszunehmen, aber das reicht nicht. Die Armee ist getrappt, die kann jetzt hier komplett geklärt werden. Guter Trade für Beastie. Das sieht sehr gefährlich aus. Währenddessen sehen wir, dass die kompletten Goldworker abgeräumt wurden von Luzifon. Luzifon ist auf 27 Worker gedroppt und Beastie gewinnt die entscheidende Map gegen Luzifron und zieht mit einem 4:2 Sieg gegen Luzifron ins Grand Final ein. GG Beastie setzt sich hier durch in dem hochklassigen Halbfinale, was wir hier gesehen haben.